Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 20 von Battletech. Ja, tatsächlich, 20 Mal schon aufgenommen. Und heute ein Special quasi. Was heißt Special? Eigentlich kein großes Special, aber die Horst-Folge. Mega geil, Junge, dass du immer mal kommentiert hast und bla und dir die Sachen auch anguckst und offensichtlich ja auch nicht nur irgendwie, sondern auch dir da durchaus Gedanken machst. Sehr geil. Ich habe deswegen jetzt mal Folgendes gemacht und zwar hatte ich ja bei irgendeinem letzten Kommentar mal gesagt, dass ich mal wieder ein bisschen vorsichtiger spiele und so. Damit meine ich jetzt nicht hier vorsichtig im Sinne von, ja, ganz langsam alles und bla, ne, keine Ahnung, sondern einfach nicht so nachlässig, weil ich habe das manchmal durchaus so, dann bist du in Mission, dann denkst du, okay, komm, es soll einfach weitergehen und dann machst du irgendwas, was jetzt auch funktioniert, weil du weißt genau, okay, komm, die Mission schaffst du, aber was dann nicht wirklich taktisch sinnvoll ist oder so. Das will ich jetzt mal so ein bisschen abstellen und einfach mal wieder ein bisschen geiler spielen. Und ich habe, damit es noch ein bisschen mehr Abwechslung gibt, in den letzten Tagen mal ein bisschen was vorbereitet, hin und her ein paar Aufträge gemacht und ein paar Mechs verändert, damit ich einfach auch nochmal was anderes hier zeigen kann. Ja? Hast du vielleicht nochmal was zu kommentieren oder natürlich auch alle anderen, die irgendwie zugucken. Aber ich dachte mir, damit es nochmal ein bisschen abwechslungsreicher wird, mache ich das mal. Und ich habe an dem Punkt hier gestoppt, weil zum einen jetzt ganz viel noch repariert werden muss. Und zum anderen, ich mal durchgehen wollte, was so an Mechs da ist. Ich habe nämlich keinen von diesen Mechs vorher getestet. Also ich habe jetzt in den ganzen letzten Missionen immer nur die Mechs gespielt, die ihr sowieso schon gesehen habt. Und habe dann jetzt aber mal gedacht, nee, lass doch mal nicht immer nur nach Effizienz und Dings und bla gucken, sondern einfach mal ein paar neue Mechs und andere Varianten und Zeug reinbringen. Deswegen seht ihr hier gerade, ich habe tatsächlich beide Hatchetman-Varianten vollständig inzwischen und habe sie auch beide hier am Start. Allerdings muss ich dazu sagen, ein bisschen custom ausgestattet. Also nicht so, das ist der Trick, nicht so, wie ein Hatchetman eigentlich ist. Eine andere Idee war, okay, lass doch einfach mal mit Stock-Mac spielen. Das mache ich teilweise auch. Zum Beispiel hier den Rifleman 3C. Den habe ich einfach gekauft. Oder ist das gerade gelogen? Nee, ich meine, der war das. Den habe ich einfach so gekauft und habe nichts dran verändert. Der ist so quasi einfach stock, ein echter Rifleman 3C. Mit zwei AK-10, zwei Medium-Lasern, viel zu wenig Panzerung, wie ich finde. Und eigentlich auch viel zu wenig Munition, wie ich finde. Weil wenn die AK-10 die Hauptbewaffnung ist und er eigentlich immer nur hinstellt und die beiden AK-10 ballert, dann sollte man vielleicht mehr als 2 Tonnen Munition haben. Der Rifleman hier, hatte ich mal nachgeguckt, der hat übrigens dieses Teil da, Rangefinder Suit, und die sorgt zum einen dafür, dass man weiter gucken kann und zum anderen, dass man, wenn man mit AK schießt, sorry für das Gegähne zwischendurch, geht aber leider nicht anders, wenn man mit AK schießt, dann seht ihr es da, minus 2 Recoil Range Penalty. Das heißt, man bekommt weniger Abzüge, weil das ja ein Mech ist, der spezialisiert ist auf eben AK-Beschuss. Eigentlich ja sogar auch ein Anti-Air-Mech mit dem Ding hier drauf und so. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil. Da haben wir den hier in Standard. Und ich meine, ich hätte einen... Genau, das hier ist ein N, also einfach der Standard-Rifleman, den ich mit reingenommen habe. Einfach, weil ein Rifleman echt geil ist. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie ich den ausgerüstet habe. Ich meine nicht Standard, sondern ähnlich wie den C. Also ich meine auch mit AK-10ern sogar tatsächlich. Müssen wir gucken, wenn der fertig ist. Einen Dragon habe ich reingenommen. Den habe ich waffentechnisch ein bisschen gepimpt. Also eigentlich ist er relativ nah am Standard Dragon dran. Nämlich, normalerweise hat ein Dragon eine AK-5, eine LSR-10 und zwei Medium-Laser, glaube ich. Der hier hat jetzt nur noch eine, also hat auch eine AK-5, aber nur noch eine LSR-5 statt einer 10. Dafür hat er noch zwei Small-Laser mit dabei gekriegt und ich meine, ich habe ihn ein bisschen aufgepanzert. Bin ich gerade nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Der Dragon ist ein super Beispiel für so einen Mech. Der ist jetzt nicht so endmäßig effektiv, was Bewaffnung oder Punch oder irgendwas angeht, aber er macht Bock zu spielen, er ist relativ schnell und er kann eigentlich auch alles. Er kann auch mal zuhauen, er kann ein bisschen was einstecken, finde ich eigentlich ganz geil. Deswegen darf der mal mit und wir testen den an. Ebenso, also Rifleman 3C bin ich einfach mal gespannt, weil der ist natürlich schon ein bisschen squishy, aber egal. Die beiden Hatchetmans wollte ich eher ausprobieren, weil diese Hatchet, die ist fest verbaut, die kann man nicht da rausnehmen oder so.
Ihr seht es da, plus 70 Melee-Damage, was ziemlich nice ist. Deswegen habe ich nochmal in den anderen Arm als Mod, das ist wie so ein Armod, in den anderen Arm nochmal plus 40 Stability-Damage reingepackt, weil ich mir halt denke, nice, wenn der immer zukloppt, dann ist das schon kacke für die Gegner, obwohl es nur ein 45-Tonnen-Mech ist. Sprungdüsen hat er auch, Infernus hat er mit ausgerüstet, also hier der 3X. Der andere... Headshot ist fest, hat auch, hat sogar plus 50 Stability Damage. Ein paar Medium Laser, eine AK-2 ist jetzt eigentlich, wo man denkt so, hä, wofür eine AK-2? Weil der soll ja ran und bla. Und eigentlich, wie ein Headshot-Man normalerweise ausgerüstet ist, in beiden Varianten. Es gibt nämlich einmal die mit der AK-10, geil. Und die andere, da hat er glaube ich gar keine AK, aber ich meine 2 KSR-6 auch fett und Medium Laser. So ist es eigentlich sinnvoller, weil man will ja mit dem Ding ran. Der ist nicht der schnellste. Aber kann springen. Auch der hier kann springen. Man will ja ran und bisschen so Punch, bisschen austeilen auf dem Weg ran. Und wenn man dann dran ist, mit der Axt voll ins Gesicht im Idealfall. So. Da passt natürlich so eine AK-2 überhaupt nicht. Ich habe mir aber gedacht, naja, manchmal hat man so Situationen, wo man nicht unbedingt ganz ran muss. Oder kann, weil im Moment noch nicht ran kann. Und deswegen kann er da immer so zumindest ein bisschen supporten halt. Naja. Ich hab ein paar Mechs rausgeschmissen. Ein paar sind mir auch ehrlich gesagt kaputt gegangen. Ein Orion habe ich nämlich verloren, der wurde mit zerschossen. Marauder ist zerschossen worden. Naja, aber ich habe ein paar Mechs auch rausgeschmissen. Andere reingenommen. Zum Beispiel die beiden Highlander waren ja meine beiden Guides. Ich habe den einen Highlander rausgeschmissen und dem anderen Highlander tatsächlich, also dem hier, wieder Sprungdüsen verpasst. Aber noch nicht gezockt damit. Ich meine, ich habe ihm Sprungdüsen verpasst. Hier steht noch 0 von 3, aber es kann auch sein, dass das die Stats sind vom Vor- und Umbau. Bin ich nicht ganz sicher. Das habe ich nämlich auch inzwischen gescheckt, dass das hier hinten quasi die Slots sind für Sprungdüsen. Ich hatte immer gedacht, aber vielleicht ist es auch so. Zum Beispiel der Highlander, der hat ja normalerweise im Battletech Game eine 3-5-3er Bewegung. Also 3 gehen, 5 rennen oder schnelle Bewegung und dann 3 Punkte springen. Springen kann ja nie das Gehen übersteigen, also den kleineren Bewegungswert. Und ich habe dann immer gedacht, okay, klar, wenn das ein 3-5-3er Mech ist, können halt nur 3 Sprungdüsen rein. Genau wie beim Grasshopper ist ein 4-6-4er, also können 4 Sprungdüsen rein. Ich glaube, das ist auch so, weil das ist richtig. Theoretisch kann man, genau, der Cyclops nämlich auch ein 4-6er Mac. Also könnte man 4 Sprungdüsen reinpacken. Der Awesome ist ein 3-5er, da könnte man nur 3 reinpacken. Weil es ist richtig, man kann überall Sprungdüsen reinpacken, wenn man das denn möchte. Ich habe auf jeden Fall den einen Heiländer einfach mal rausgeschmissen, weil ich mir dachte, komm, den habe ich so viel jetzt eingesetzt, machen wir mal anders. Habe den 8T, habe ich mal nicht in einem der letzten Videos schon eingesetzt. Sehr geil. Normalerweise hat ein 8T 2 Large Laser, 2 LSR-15 und irgendeine Scheiße noch, keine Ahnung. Der hier, also meiner, hat jetzt 2 PPK, 2 LSR-10. Finde ich sehr cool. Ist sehr angenehm zu spielen, dieses Ding. Ist halt lahm, aber trotzdem sehr geil. Dann habe ich den Cyclops HQ wieder reingenommen. Den hatte ich ja am Anfang mal irgendwo auch dabei. Und die Sache ist, der kann zum einen das, wie der Marauder, ich habe alle Marauder rausgeschmissen, die ich noch hatte, weil ich die eigentlich immer eingesetzt habe. Und ich meine, Marauder ist der Mech, der am geilsten aussieht, finde ich. Auch hier noch, also in der nicht anziehen Version, sondern noch, aber der sieht einfach mega geil aus. Trotzdem, Marauder hatten wir jetzt mal eine Zeit, habe ich rausgeschmissen. Der hier soll jetzt immer mit, weil der nämlich zum einen das gleiche macht wie der Marauder. Der reduziert nämlich den Schaden, den die eigenen Leute einstecken. Und der erhöht den, wenn ich das richtig gelesen habe, den Initiativewert von allen. Und das ist natürlich super nice, weil das heißt, dass die Assaults in den schweren Slot rutschen, die schweren in den mittleren und so weiter, unabhängig vom Piloten sogar. Und das stackt sogar auch mit dem Piloten. Das heißt, wenn ich einen Piloten habe, der eh schon im Vierer-Slot ist, durch irgendeinen Taktik-Skill oder so in den Fünfer kommt und er würde den dann noch einen davor setzen in den Sechser, theoretisch, weiß ich nicht, ob das geht. Aber zumindest ist es geil, dass ich die alle nach vorne schiebe und dann nämlich etwas besser agieren kann. Außerdem ist ein Cyclops, finde ich, eh geil und ein cooler Kommando-Mech. In den alten Beschreibungen, in irgendeinem, ich weiß nicht, wahrscheinlich im Technical Readout 3025 oder so, steht ja drin, dass das hier einer der wenigen oder der einzige, ich glaube einer der wenigen ist, die so ein Dual-Cockpit haben. Also der kann immer einen mitnehmen, schon planmäßig quasi, wie so ein Commander oder so, der Übersicht hält oder auch als Training und weiß ich nicht. Finde ich super cool. Deswegen kommt der mit. Dieser Cyclops HQ hier hat das Problem, also ein Cyclops generell ist nicht so das High-End-Gerät, was Bewaffnung und alles angeht, und der hier eben noch weniger. Aber
Ich habe ihm ein bisschen mehr Panzerung gegeben, aber nicht so viel mehr, weil der hat schon recht gut, aber nicht an allen Bereichen. Ich habe ihm, ich glaube, LSR 20 gegeben oder 15, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, zur Feuerunterstützung, weil er soll ja vor allem diesen Buff an alle geben, aber natürlich muss ich den Slot auch irgendwie füllen. Also ich kann es mir nicht leisten, einfach einen kompletten Slot oder hier 90 Tonnen nur da rumstehen zu haben, sondern er muss natürlich auch was machen. So. Und das kann er und er ist, ja, ich sag mal, tanky genug, dass er auch ein bisschen durchhält. Deswegen, der ist wieder mit dabei. Dann habe ich hier einen Orion K. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich den ausgerüstet habe. Ich meine aber relativ Standard, wie er eigentlich auch ist. Sehen wir dann. Phoenix Hawk kennt er, den habe ich schon ganz häufig jetzt eingesetzt. Und ich hatte letztens eine geile Mission, da habe ich den genauso spielen können, wie ich das früher immer gemacht habe mit dem auch, in so Chapter Fights. Weil, also ich finde Phoenix Hawk mega. Das Ding ist, ja, ist nicht der stärkste Mech, ist aber auch nicht der schwächste, ist von der Bewaffnung so, geht so, aber man kann ihn nicht ignorieren. Also so ein Ding im Rücken für 2-3 Runden ist einfach fatal. Oder auch so, du siehst bei denen, du hältst dich zurück, schießt immer mal deinen Large Laser irgendwo da rein. Ich meine, ich habe den ja hier ungefähr so gemacht, wie der Standard auch ist. Der hat halt einen Large, ein Medium, 2 MG. Normalerweise hat er einen Large, 2 Medium, meine ich, und 2 MG, wenn ich jetzt gerade nicht liege. Hat er hier nicht. Dafür hat er, glaube ich, etwas mehr Panzerung. Und ja, du kannst halt nicht immer rangehen, ja, weil... Willst du zwar immer, und das ist auch schwer, sich zurückzuhalten mit dem P-Hawk, aber weil du bist halt nicht so ganz squishy wie diese ganz kleinen Kackdinger mit dem Spider oder sowas. Und du willst jedem immer in den Rücken schießen und dann am besten intern auch reintreten, weil es was ja geht beim Brettspiel. Aber hier muss man halt ein bisschen gucken, weil die Gegner das auch gerne mal machen, egal wie viel Evasion du dran hast, dass sie sich halt umdrehen und dann auf ihn gehen. Aber wenn du dich ein bisschen zurückhältst und dann die Gelegenheit irgendwann für richtig erachtest, dass zum Beispiel einer von den fetten Assault-Karren von den Gegnern hat ein Bein auf und dann, nice, hinspringen, draufballern, gegens Bein treten, kann so gut wie nicht verhindert werden in der Runde. Klar, macht voll viel Hitze, da muss man wahrscheinlich wieder wegspringen und steht relativ überhitzt irgendwo rum. Aber trotzdem, gefährliches Teil und ich konnte ihn hier tatsächlich mal so einsetzen, wie ich mir das sonst auch immer denke. Ist aber ein bisschen im Arsch gegangen, deswegen muss der jetzt hier repariert werden. Benchy 3M hatte ich schon ein paar Mal im Einsatz und ihr habt das gesehen im letzten Video. Alter, da hat, ich glaube ein Dragon war es, der Benchy den Kopf abgehauen und da war mein Commander drin, Junge, alter Starbird. Und ich dachte schon, der ist automatisch tot, weil ich meine, wenn so eine Mech-Faust in so ein Gesicht, dann ist ja klar. Aber nein, er war nur sehr, sehr lange... ja, out of action ist er auch immer noch. Oh, oder ist er nicht? Nee, dann ist er genau gerade wieder fertig oder so. Ihr seht, sie sind ja einige Tage vergangen. Aber ich habe nichts Besonderes gemacht. Also ich habe keinen Flashpoint oder so gespielt. Ich habe nur, ist gelogen, einen Flashpoint habe ich wohl gespielt. Ich meine, der war nicht im Video. Und zwar nämlich Young Virtanen's Heist oder so. Also hier der von dem Chef-Tech. Da hat man... Max klauen können quasi. Und auch so besondere Varianten, habe ich gedacht. Aber die Varianten waren gar nicht so besonders, weil das waren einfach nur normale Varianten, also bei den Schweren zum Beispiel Katapult C4, T-Bolt SE, der mit den Sprungdüsen, den habe ich dann auch genommen. Wo ich dachte, ja, ist nicht scheiße, aber ist jetzt auch nicht voll geil. Ein Mech hat man dann halt behalten können davon und naja. Ich habe einiges vertickt, damit wir hier mal in den Funds ein bisschen nach oben gehen und vielleicht gehe ich auch jetzt ein bisschen mehr auf Funds als auf Loot, mal schauen. Naja, auf jeden Fall, diese Banshee M, die war zwischendurch auch mal wieder einsatzbereit und ich habe, wie gesagt, nur mit den Mechs gespielt, die er eh immer schon alle gesehen hat. Also der war ständig im Einsatz, der Highlander war ständig im Einsatz, aber ohne Sprungdüsen. Den 8T, die Marauder waren immer im Einsatz, ein Archer auch. Ja, und deswegen, der ist natürlich immer noch am Start, ist auch alles ganz geil, ist ja etwas anders ausgerüstet als eine normale, eine eigentliche Banshee M, aber geht. Dann habe ich zusätzlich im Store... ein Teil noch gekauft und ich habe sie jetzt endlich vollständig, eine Banshee S. Alter, also eine Banshee S ist ja, weiß ich nicht, ist einer der gefährlichsten Mechs überhaupt von der Bewaffnung. Kann locker mit einem Atlas mithalten, also mit einem 100-Tonner, ne, er wiegt ja 95 Tonnen hier. Hat auch nur die 3,5er Bewegung, eine normale Banshee hat ja 4,6. Aber standardmäßig hat die Steiner Banshee eine AK-10, 2 PPK, ich meine sogar 2 KSR-6 oder eine, ich meine sogar, ich weiß es nicht, kann sein nur eine, hier hat er ja auch nur einen Slot. Und den Rest voll mit Medium-Lasern und noch Small auch. Mega gepanzert, Mega-Punch, also dieses Viech ist einfach
ultra hart. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie ich ihn ausgerüstet habe. Kann auch sein, dass der noch gar nicht ausgerüstet ist und erst hier fertig gemacht wird. Sehen wir nachher. Aber super krass. Ich hatte eine Mission, da habe ich gegen eine Banshee M und zwei S gespielt als Gegner und ein Awesome 8T. Es war super hart, aber ging. Da mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen. Die höheren Missionen, also 4er und 5er Wertung, da weiß ich gar nicht, ob ich mit so Hatchetman, Rifleman und so überhaupt viel machen kann. Ich habe mir aber immer gedacht, okay, einen kann ich ja immer mal mitnehmen. Also wenn ich drei fette Mechs nehme und dann aber trotzdem den Rifleman dabei und der macht ein bisschen Fire Support oder einen Hatchetman dabei oder halt den P-Hawk oder so, dann wird das schon klar gehen, hoffe ich. Sehen wir gleich. Naja, aber wir sind noch nicht ganz durch. Banshee S also und ich, wie gesagt, müssen wir gucken, ob die noch ausgerüstet werden muss oder nicht. Genau, den Zeus habe ich immer eingesetzt und echt lieben gelernt. Ich meine, ich finde den Zeus eh ganz cool. Ist auch wieder so ein Mech, das ist nicht das geilste, effektivste der Welt, aber ist schon geil. Und ich hatte den ja hier so, dass er AK-10 LSR 15, glaube ich, hat. Kann sein, dass er jetzt ein bisschen umgebaut ist. Hat, glaube ich, jetzt eine LSR 10 oder so. Standardmäßig hat er, glaube ich, eine AK-5 LSR 15 2 Medium Laser, was jetzt nicht die geile Bewaffnung für einen 80-Tonner ist. Ich meine, das ist auch wieder einer der relativ schnellen Assault Max mit seinem 4.6, aber auf jeden Fall geil. Der war immer geil in der Mission zusammen mit dem Awesome 8T. Mega. Ja, den auch immer eingesetzt. Rifleman hatte ich gerade gesagt. So, und ich habe mal einen Quick Draw mit reingenommen. Quick Draw, finde ich, ist zwar ein geiler Mech, also ne, mit, hat er Sprungdüsen standardmäßig, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er eine 5-8er Bewegung, also er ist sehr schnell, genau wie der Dragon, sehr schnell für einen 60-Tonner. Aber ist leicht gepanzert und relativ geil bewaffnet, aber dafür mit enormen Hitzeproblemen ja, verflucht quasi. Deswegen auch hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den schon fertig gemacht habe oder ob der nur bereit gemacht wird und ich den dann noch ausrüsten muss. Sehen wir dann. Weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, Quick Draw habe ich hier, glaube ich, in der ganzen Kampagne noch nicht eingesetzt. Deswegen machen wir den mal ready. Haben wir nochmal einen neuen Mech, den wir einsetzen, den ihr seht. Ne? Und ja, einfach mal ein bisschen Abwechslung. Und dann, um es zu vervollständigen, ich meine, die Archer sind klar. Auch langweilig, aber ich muss ja immer was haben zum Einsetzen. Um es zu vervollständigen, hier, Junge. Bam, endlich. Der erste 100-Tonner. Stimmt gar nicht. Ich hatte ja schon den Annihilator, der ja recht schnell kaputt gegangen ist. Aber hier, Junge, eine King Crab. Mega fett. Und ja, gibt ja immer mal Streit drum, ob jetzt eine King Crab geiler ist als ein Atlas. Oder der Atlas halt der geilste 100-Tonnen-Mech ist und bla bla. Oder halt die Banshee S, die kein 100-Tonnen-Mech ist. Aber ich sag mal, beides hat was. Also ich meine, Atlas ist einfach ultra geil und super ikonisch und der kann auch alles irgendwie und ein Atlas ist immer so, oh mein Gott, halt, wenn der da steht, immer schlecht. Aber eine King Crab ist natürlich nicht ganz so flexibel wie der Atlas, was die Bewaffnung angeht, weil er einfach zum Beispiel nur eine LSR 15 Large Laser hat, aber halt zwei AK-20, das ist super hart. Problem natürlich, die sind beide in den Armen. Also wenn man ne, im Brettspiel das halt so macht, dass man noch zuhauen will, ist quasi immer nicht möglich mit dem Teil hier. Aber man geht ran, schießt beide AK und tritt dann noch mega fett, wenn man dann rankommt. Und man hat den Large Laser und die LSR 15 für so ein bisschen Support über längere Distanz. Ich habe den hier auf jeden Fall ein klein bisschen anders ausgerüstet. Hier sitzt hier schon ein paar MGs drin und so. Aber auf jeden Fall hat er trotzdem beide AK-20 gekriegt, weil ich meine, das muss sein, sonst ist die King Crab halt keine King Crab hier. Ne? Super fett. Ich bin gespannt, ihr seht, der ist fast fertig. Und ja, hier sind nur noch 4 Mechs ready, alles nur so mittelgeile Dinger. Und ich bin hier auf so einem Planeten, habe hier schon alles gemacht, bis auf das. Die kann ich aber nicht machen mit den Mechs, die ich habe hier mit dieser höchsten Schwierigkeit, auf gar keinen Fall. Deswegen ist jetzt die Frage, entweder könnte ich nämlich jetzt hier einfach warten, bis Max fertig werden. Also ich müsste mindestens bis hier hinter warten, damit ich die 4 Assaults einsetzen kann. Oder vielleicht auch bis hierhin. Da können wir 3 Assaults und zum Beispiel einen Hatchetman mitnehmen. Würde auch noch gehen. Wäre okay, weil ich meine, die zwei sind super fett. Archer, okay. Aber wie gesagt, es ist eine 5-Sterne-Mission schon. Ja, oder anstatt Zeit vorzuspulen und die einfach für nichts zu vertun, könnte man auch zu diesem Flashpointer springen. Der ist von der Schwierigkeit wesentlich moderator. Es gibt ein paar Rare Items, auch komisch irgendwie, Steiner gegen Davion. Aber man könnte da hinspringen, 17 Tage, da wird noch ein bisschen was an Max bereit.
Und da, wenn die Schwierigkeit nämlich nicht so ganz mega hoch ist, kann man, glaube ich, auch besser mal so einen Hatchetman mitnehmen oder eben einen Rifleman oder so. Deswegen denke ich, das machen wir. Wir springen dahin. Achso, noch ganz kurz. Ich weiß, ich laber jetzt schon wieder eine ganze Zeit, aber muss halt, ne? Ist ja immerhin die 20. Folge. Ich habe hier noch ein paar Piloten angeheuert. Einer ist irgendwie direkt wieder gestorben, meine ich. Er hat, glaube ich, einen Einsatz überlebt. War das der hier? 850 bis 863. Ja, einen Einsatz und halt direkt verreckt. So, ich meine, gut. Ein bisschen Schwund ist halt immer, ne? Aber ich habe noch ein paar andere Piloten angeheuert, also nicht viel. Ich glaube, den habt ihr schon gesehen. Aber ich habe hier unten einen, fand ich ganz cool. Der hier ist, meine ich, neu. Hier, Twinkle. Der hatte nämlich direkt schon beim Anheuern relativ hohe Werte, aber halt scheiß Gunnery. Und Guts war auch nur auf 3, glaube ich. Hier so ein Scout-Taktiker-Typ. Finde ich ganz geil. Wollte ich nämlich eigentlich immer mal leveln, habe ich aber vergessen. Aber der kam jetzt schon mit diesen Skills hier. Die waren schon alle voreingestellt. Also der hatte die Stats schon so hoch. Und das passt halt perfekt, ne? Also er ist super gut im Mech-Pilotieren und ist halt ein Taktik-Experte, ne? Also kann die Gegner Sensor locken, finde ich nicht ganz so geil, weil dafür kann man nämlich, meine ich, nicht, ne? Also anstelle von Schießen kann man das einsetzen. Man kann also nicht mehr schießen. Und halt hier, das ist geil, Master Tactician. Der hat immer eine Initiative mehr. Also der Mech, in dem er sitzt, der wird immer eins nach vorne geschoben. Wenn er also zum Beispiel in einem Assault sitzt, die eigentlich in Initiative Schritt 1 dran sind, würde er trotzdem in Initiative Schritt 2 dran sein. Ich habe den immer in dem P-Hawk jetzt gehabt, was voll geil ist, weil der P-Hawk nämlich dann in der Initiative ist von den leichten Mechs. Das ist natürlich schon cool. Okay, ja, also so sieht's aus. Hier, Tarzan hat es ziemlich hart erwischt. Der ist auch eine ganze Zeit raus. Einmal war lustig, das war, glaube ich, nicht auf dem Video hier, Megasaurus, der ist schon 100.000 Mal verletzt worden. Und der hatte einmal bei der Verletzung, da kam hier so ein Event, da haben die mir gesagt, ja, der ist jetzt schon wieder so schwer verletzt und Kopfverletzungen und hin und her. Und wenn der nur noch einmal was abkriegt, dann wird er sterben. Deswegen musst du jetzt entscheiden, was wir mit ihm machen. Einfach ignorieren, sagen, ach, stell nicht so an, einfach weitermachen. Oder ich hätte ihn retiren lassen können, also ich hätte ihn ausscheiden lassen können, aber wo ich dachte, was, ich glaube, habe ich noch nie gemacht hier beim Spiel, aber wo ich dachte, nee, hallo. Ich hätte eine experimentelle Operation oder so machen können, oder ich hätte ein hochexperimentelles Nerven-Irgendwas-Teil von Haus Davion einsetzen können in das Brain, was den dann irgendwie wieder fit macht und bla und Dings und so. Oder eben hätte auch schief gehen können. Dann dachte ich, naja, komm, was soll's, hab das gemacht. Es hat funktioniert, der war sofort wieder einsatzbereit. Also der hat sofort 3 Injuries geheilt und war wieder einsatzbereit. Voll geil, er ist jetzt halt mal wieder raus, weil wieder irgendwie verwundet. Aber ja, also einige haben mir schon ordentlich was auf Schnauze gekriegt. Injuries taken, 14. Oh, das ist ja geil, dass der das zählt. Können wir mal gucken hier. 8, 19, Alter. Commander? Auch 19. Ja gut, 16. Bei mir geht's halt immer mal auf Schnauze, ne? 13, 6, nice. Musket 19, Alter. Peanut Butter 24, ja, ich meine, der sieht auch schon so aus. 12, ja, die ist noch nicht so lange dabei. 7, Starbird, der Leader hat 33, Alter. Ich meine, er hat ja auch immer nur auf die Schnauze gekriegt, ne? Naja, Tarzan 21 und Twinkle hat noch nichts. Aber der ist auch ganz neu noch dabei. Einen erst? Ich dachte, ich habe den schon zweimal eingesetzt. Naja, egal. Gut, genug gelabert. Wir fliegen jetzt mal zum Flashpoint. Dann haben die, wieso ist er jetzt direkt auf dem Flashpoint? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja der, wo ich hin wollte. Dann haben die Techs jetzt genug Zeit, die ganzen Mechs wieder in Ordnung zu bringen. Piloten sind ja gerade ganz gut, ist ja in Ordnung. Aber hier, die werden alle bereit, bevor wir da sind. Ja, Cyclops leider nicht, schade. Aber das meiste von den anderen Mechs, sodass wir auf jeden Fall ein bisschen was einsetzen können und ein bisschen Auswahl haben. Oh, demoralized. Aha, also der hat schlechte Laune, weil er schon wieder mal im Krankenhaus sitzt. Ich könnte ihn einfach mal besuchen, um ihn vielleicht ein bisschen aufzuheitern. Ich könnte einfach Darius sagen, richte dem mal schöne Grüße aus. Oder ich könnte ihm ein bisschen Entertainment bringen, weil ich ja eine fette Bücherei habe auf der Argo. Ja, das machen wir doch mal.
So, ich habe jetzt ein Datapad, wo ein Buch und ein paar Hodowitz drauf sind und geh mal darüber. Er liest schon was von einem Datapad, aber er sieht mich, oh Commander, was hast du denn da Tolles für mich? Meist immer geil, wenn der Chef einen dann auch besucht und so. Überall liegen schon Bücher, Datapads und alles mögliche an Zeug rum, Snacks, keine Ahnung. Und vielleicht sogar ein Kuscheltier, lustig. Oder Stuffed Animal ist ja eigentlich eher ein ausgestopftes Tier, ne? Ja, es scheint so, als hätte Kumio nämlich, der Pilot, der uns angesprochen hat, mehr als Leute als nur mich gefragt, sondern schon mehrere. Übrigens geil, dass der Kumio noch nie verletzt wurde, sehe ich da gerade. Aber ja, er hat wohl mehr Leute als nur mich gefragt und deswegen hat er super viel Entertainment gekriegt. Und Tarzan hat jetzt deswegen High Spirits, also hat gute Moral, kann leichter die ganzen Sachen einsetzen und die generelle Moral ist um eins gestiegen. Hier jetzt nicht mehr, weil ich schon auf dem Maximum-Level bin. Aber ich meine, ist doch nice. So muss es doch sein. Vor allem immer entweder so oder no lasting consequences. Weil doof ist immer, wenn durch solche Sachen irgendwas kaputt geht. Weiß ich nicht. Hier die beiden Piloten fallen für 14 Tage aus oder so. Ist halt immer scheiße. Heißt, der Quick Draw wird sogar auch fällig. Dauert mit den Mech-Reparaturen inzwischen teilweise relativ lange. Also es kommt immer auf die Schäden an. Leichte Beschädigung, da ist meistens selbst bei einem Assault-Mech nur ein Tag und der Ding ist wieder fertig. Aber da das hier alles nacheinander läuft, dauert es insgesamt dann doch. Und vor allem immer so Mechs, die man erst bereit macht oder fett umbaut oder so, das dauert schon echt lange. Okay, wir sind gleich da, der Quick Draw ist auch fertig. So, wir werden auch direkt reinspringen, können gleich nochmal in den Shop gucken und so. Das mache ich jetzt inzwischen immer, gucken, ob man irgendwas Cooles noch kaufen kann oder so. Aber wir springen einfach mal direkt rein. So, der Abgesandte von Haus Steiner heißt uns hier willkommen. Ja, nicht alle Mercenary Companies sind mutig genug. Davion innerhalb vom Davion-Raum anzugreifen. Ja, kein Problem, wir können alles, obwohl wir eigentlich mit Davion super gut stehen. So, er gibt uns Koordinaten. Da finden wir ein Munitionsdings, was als ziviles Warenhaus getarnt ist. Und wir sollen es einnehmen. So, damit er die Munition klauen kann. Er sagt nein, um einfach eine Reaktion zu provozieren. Okay. Ah, alles klar. Weil da einfach, also er mutmaßt, dass Davion die nächstgelegene Sicherheitslanze einsetzen wird, um das vermeintlich gestohlene Gut wieder zurückzuerobern. Und der Commander von dieser Lanze, nämlich Lord Jasper Bissett, und sein Vater sind Bekannte von ihm. Der Vater ist nämlich Duke Royden Bissett. Ist ein wichtiger Typ im lyranischen, ja, wat Court, Parlament, so irgendwie. Ah, und er ist natürlich einer seiner härtesten politischen Gegner. Okay, und er ist natürlich auch ganz blöd und schlimm und bla bla. Okay, und wir sollen ihn beschämen. Also wir sollen Jasper voll fertig machen, so dass er irgendwie, dass er humpelt zum Vater geht und total hier gedemütigt ist. Sagen wir, ja Junge, das sollte kein Problem sein. Sagt er, okay, cool. Komm zurück, wenn der Job erledigt ist und dann gucken wir mal, dass du gut bezahlt wirst oder gute Kompensation erhältst. So, jetzt sagt er, das ist irgendwie alles ein bisschen kindisch, aber das ist ja nicht unser Problem. Wenn er uns dafür bezahlt, dass wir seinen politischen Rivalen einfach schlecht aussehen lassen, dann bin ich nicht derjenige, der Nein sagt. Okay, lass einfach machen, Kohle einsammeln und abhauen. Ich gucke mir das alles von hier oben an. Genau, er ist ja hier eher so der Chief auf dem Schiff. Ja, wenig. Okay, eigentlich kann man hier sonst gar nichts machen. Naja. Okay, dann machen wir das doch. Tja, jetzt die Frage, voll auf Loot nochmal wieder oder mehr auf Kohle? Ich wollte ja eigentlich mal mehr auf. Ich gehe auf Kohle. Wollte mal so ein bisschen verdienen. So, und jetzt setzen wir nämlich hier tatsächlich mal neue Mechs ein. Piloten schmeiße ich auch erstmal alle raus.
die wir hier so noch nicht hatten. So, offensichtlich sind die ja alle richtig fertig. Da können wir mal eben gucken. Die Banshee, genau, die ist so, wie sie eigentlich eh war. Die King Crab hat zwei AK-20. Gyro, ich habe alles mögliche reingepackt in die Mix. Eine Menge MGs und eine LSR-10. Genau, kein Large Laser mehr oder so. Ja, also voll auf Nahkampf, voll auf AK. Highlander ist so, wie der Highlander ist. Aber ich habe jetzt hier, also so wie ich ihn immer hatte, aber ich habe ja Jump Jets reingepackt. Musste dafür natürlich bei den Waffen ein bisschen runtergehen. Ich glaube, ich habe LSR-20 gegen eine 10 getauscht. Das war es, meine ich. Oder einen Large Laser rausgeschmissen. Er hatte vorher zwei. Eins von beiden, ich weiß nicht mehr. Ja, einen springenden Highlander aus dem 8T bin ich vorhin durchgegangen. Zeus auch. Dragon, Quick Draw. Ja, okay, Archer. Also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall sichere Bankmäßig was mit. Wir nehmen mal den Highlander mit Sprungdüsen. Ja, so könnt ihr mal gucken und so was. Wir nehmen den Zeus. Und dann nehme ich aber, ist jetzt nicht so ganz hoch, okay, wir müssen eine Base einnehmen. Wir nehmen tatsächlich mal Dragon und Quickdraw, weil die schön schnell sind. Quickdraw mit Sprungdüsen hier, Dragon nicht, ja. Weil die schön schnell sind und weil das jetzt alles Mechs sind, bis auf den Zeus, den wir schon ein paar Mal, meine ich, auch im Video hatten, und den Highlander in einer anderen Ausführung, ne, also von daher auch quasi neu. Ja, haben wir jetzt hier einfach mal was Neues zum Gucken. Sollte auch eigentlich gehen mit zwei Assault und zwei Schweren. Das sind schnelle Schwere, ein schneller in Anführungszeichen Assault und ein langsamer Assault, aber mit Sprungdüsen. Ja, ich bin gespannt. Der Quickdraw ist echt nicht stark gepanzert, aber ist nicht so schlimm. So, wir nehmen mal unsere guten Piloten mit, weil ich nicht genau, und die mit dem Hitzezeug vor allem, weil ich nicht genau weiß, was jetzt hier so geht. Okay, nehmen wir einmal hier, nehmen wir Sicilian mit, haben wir einen nicht ganz krassen Piloten, aber immer noch recht krass, der auch das Hitzeding hat. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Wir sind nämlich in der Wüste, deswegen immer ganz gut, so Hitze, also Cooling dabei zu haben. Eigentlich auch eh komisch, dass das ein Skill ist, weil ich meine, ob jetzt ein Mech irgendwie Kühlflüssigkeit hat, die man dann ausstoßen kann, bla oder nicht, liegt ja jetzt eigentlich nicht unbedingt am Piloten. Aber okay, egal. So, ich bin gespannt. Command Interface initiated. Okay, er kann uns nicht wirklich was sagen, deswegen bla. Okay, und er sagt, das hier ist nur der Anfang. Wir sollen deswegen keine überflüssigen Kämpfe eingehen. Ah, die sind schon schnell, die Mechs, das ist cool. Da muss ich erst scouten. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, irgendwo hier oben mich zu platzieren. Ah, ich muss mal gucken. Türme. Okay, das sind alles nur Türme, wie es aussieht. I'm there. Ja, keine Max, nur Türme. Commander? Okay, Quick Draw, dann mal. Wieso kriege ich hier keine 3 Evasion dran? Ist natürlich nicht so geil. Ja. Dragon auch nicht. Komisch. Okay, macht der Dragon mal den Anfang. On my way. Confirm. Waiting for orders. Rolling. Firing. Enemy eliminated. You have orders? Ah, okay. Jetzt hat er das quasi erst gecheckt und und happens sooner or later. Okay, und jetzt gibt's wahrscheinlich gleich auch Verstärkung. Mal schauen. What can I do for you? Ja, jetzt haben wir nur die LSR-10 von hier hinten. Hier haben wir noch den Laser mit. Here we go. Einfach mal direkt Sprung einsetzen, und zwar nicht unbedingt notwendig. Let's get fired up. There's work to do. Aber machen wir mal.
Ich warte erstmal. Standing by. Naja, klar, beim Wald ist es natürlich schon sehr geil mit den Jump Jets. Ich meine, 3 Evasion dran und, What's the plan? Yes, Commander. Und dann noch hier diese ganzen Bulwark und so Sachen. Hi, hi. Na, ich krieg mir irgendwo ein direktes Schussfeld. Carry dann halt so. Die LSR-5 macht übrigens erhöhten Schaden da. Ist immer noch nicht ganz so stark natürlich wie eine LSR-10, aber ist halt schon geil. Coordinates received. Standing by. Moving out. So, jetzt wo ich hier drin bin, werde ich wahrscheinlich triggern, dass die ganze Hand. Ist aber okay, weil die Türme sind jetzt quasi weg. Nicht wieder keine direkte Schusslinie hin. Rolling. Aua. Krasser Turm. Oh, took a hard hit. How might I help? Be there in a jiff. That turret is gone. I've got eyes on hostile reinforcements. So, die Reinforcements. Von wo kommen sie denn? Von da rechts? 65 Tonner? 60? 60? Okay, 360er, ein 65-Tonner. Can't take many more of those. Alter, der Dragon hat schon ordentlich eingesteckt jetzt. I'm under heavy fire here. Ich hätte ja gedacht, ich krieg bei dem, genau wie beim Quickdraw, auf jeden Fall immer einen Dreier-Evasion dran. Aber irgendwie halt nicht. Ich fange mal mit dem T-Volt an. Ja, wir können ja mal Vigilance einfach nehmen. Ist vielleicht ein bisschen früh dafür, aber Moral ist so hoch bei mir und ich bekomme so viel Resolve immer dazu, dass man da das auch durchaus mal einsetzen sollte. Alter. Ich hätte ihn eigentlich zuerst bewegen müssen, weil er schon keinen Evasion mehr hat und so. Nochmal nach hier vorne. Egal, toll, die verbesserte AK-5 weg. Bleiben auf dem T-Bull. Obwohl der Rifleman natürlich wesentlich squishier ist, aber. Awaiting orders. Have no doubt, it will be done. Okay, noch ein bisschen Hitze ab. Schmeißen wir schon mal ein Coolant Band an, damit Hitze komplett weg ist. Trotzdem schon schmeißen. Waiting on you, Commander. Ja, ich lasse ihn erstmal nur gehen. Special delivery. We can do this. Okay, der T-Bolt hat schon mal ganz gut eingesteckt, aber mein Dragon halt auch. Das ist nicht so geil. Oh, Junge. I'm here. Ich muss mit dem Dragon jetzt erstmal ein bisschen mehr in die Support-Rolle gehen, aber ich habe halt die AK-5 nicht mehr. Ja, das ist nicht so ideal. Bleiben auch offen. Armor blow through. Internal. I'm here. Nah rangehen muss eigentlich nicht sein. Ah, wobei die Small Laser mitschießen wäre geil, kriege ich aber nicht hin. Move order receive. Also das ist echt doof, dass ich meine, klar, ich hätte mit jumpen können, dann hätte ich auch die 3 da dran, aber stört mich schon ein bisschen. Firing. Ich sag mal, dann macht es ja auch nicht jetzt so viel Sinn mit der 5er Bewegung. Vor allem der Quick Draw ist ja total squishy hier. Ja, hier, die 2 Treffer direkt Arm weg, Alter. Commander, I'm hit. Tja, das ist nicht so der glorreiche Einsatz gerade. Also von den beiden.
Internal structure damage. I hear ya. Time to die. When I shoot you, you'll take it and like it. Yes, Commander. Der Zeus kriegt auch seine zwei dran. Also ich rück jetzt mit denen einfach mal vor und guck, dass ich die beiden kleineren, also das heißt kleiner, sind ja auch schwere Mechs. Dass ich die ein bisschen schone, aber es ist jetzt beim Quickdraw zum Beispiel direkt der Arm ab ist. Ich meine, was soll ich machen? Das Ding ist halt dafür da, dass man auch rangeht. Vielleicht hätte ich die beide weiter zurückhalten sollen, erst mit den Souls rangehen und dann hinterher mit denen da reinlaufen. Aber ich sag ja, der Umstand, dass die keine 3 Evasion dran kriegen, das eigentlich schließt die schon wieder komplett aus. Weil ich sag mal, wenn ich mit langsameren Mechs, also mit 4 Sechsern auch 2 Evasion krieg und dafür dann aber viel mehr Waffen und alles mitnehmen kann, also echt jetzt hier so ein Rifleman nehmen oder so, ja, dann keine Ahnung, was das soll. Yes, Commander. Das ist nicht möglich. Location confirmed. So, mehr als das geht quasi nicht. Also 2 Evasion und in den Wald. Das ist ja eigentlich super cool. Aber tja, viel macht er jetzt eh nicht mehr. Mann, schön, dass die Riflemen beide total heiß sind. Auch nett, dass er rankommt. Ei, ei. Tja, aber der Dragon will natürlich auch ein bisschen matchen, ne? Also, eigentlich müssen die 3 kriegen, weil, ne, man wird dann jetzt hier hinrennen, hat vielleicht 3 Evasion an, macht Vigilance noch dazu, dass man auch schön Widerstand oder relativ widerstandsfähig ist und gut ist. Aber so, ich meine, der hat nur noch einen im Center. Okay, ja, ich würde sagen, er muss mal gehen. Moving out. Und wahrscheinlich jetzt gleich lieber umgehen, also irgendwas, selbst ein MG kann ihn jetzt schon zerstören. Waiting on you, Commander. On my way. You get a headshot, and you get a headshot. Der Rifleman wahrscheinlich das nächste Ziel. Reporting. Jetzt werde ich mal weglegen Hitze. Hätte man vielleicht sekundär noch auf den linken da schießen können, aber solid connection on that one. Well, their targeting skills aren't impressive. Standing by. Ich lass den mal hier hinter stehen. Da wäre natürlich jetzt besser, wenn er die SR-10 hätte statt der 5er, aber naja. That hit something good. Nice. I'm here. Ja, besser als das geht's nicht. Also außer jetzt natürlich mit Sprungdüsen. Nee, die LSR. Na. Die LSR sekundär darüber. Bisschen bessere Trefferwahrscheinlichkeit. Dann fangen wir mit denen auch schon mal direkt an. 3C, 4D und 3N. Geil. Alle Rifleman-Varianten hier. Sehr schön. How might I help? So, ich könnte einmal einen Nahkampf machen, will ich aber eigentlich nicht. I hear ya. Mach ich auch nicht. Erstmal machen wir mit ihm. Du könntest sogar die LSR damit schießen mit 60%, aber ich schieße die auch wieder darüber. Höhere overall die Trefferwahrscheinlichkeit und ich sag ja mit ihm einfach schon mal anfangen.
Awaiting orders. Ja, der Zeus ist jetzt halt total heiß. Okay, den lasse ich jetzt einmal draufkloppen. Hatte den Zeus quasi als Ziel, weil der jetzt halt nichts hat an Invasion und im Offenen steht. Yes, Commander. Order acknowledged. Ja, super. Und auch noch daneben. Tja, also der Quickdraw hat so, wie ich ihn jetzt hier hatte, natürlich mal so eher gar nicht funktioniert. Oh, fuck. Alter. Und der Dragon ist auch raus. Reporting. Geht nicht. Geht, glaube ich, nicht. Yes, Commander. Target's taken a critical hit. Good to go. Roger that. Doof, dass sie, ich meine, ich hätte es auch gemacht, den Quickdraw genommen und nicht hier die beiden leichten Ziele. Ja gut, das hätte ich natürlich nicht gemacht, ist ja voll dämlich. Ja, und jetzt das Problem. What to do? Nach hier hinten, okay, da kriege ich sogar 4 Evasion, 5, aber da kann ich nichts machen. 2, 3 Evasion und schießen. Ach, ich habe nur noch Small Laser, ja, alles klar. Okay, dann springe ich jetzt einfach weg. In der Hoffnung, dass er nicht wirklich jetzt kaputt gemacht wird. Und die beiden hier müssen halt regeln. Alter, der arme Pilot da drin. Awaiting orders. Move order received. So, da. Ach, scheiße, das ist der Pilot, der nicht aufteilen kann. Ah, okay, aber ich habe hier. Selbst mit Unterreichweite trotzdem 90% Trefferwahrscheinlichkeit noch. Will natürlich ausnutzen. Okay, wahrscheinlich, weil er ausgeschaltet ist. Commander? Hitze egal, ich gehe gleich entweder einmal in Nahkampf oder in 2 Runden eben auch wieder Cooling verfügbar. Tor will den Krallen weg, sehr schön. Ich glaube, der macht nichts anderes als nur anschalten. Na, ausgeschaltet war. Ja. I'm here. Schade, ich hätte gedacht, ich komme jetzt einmal in den Nahkampf. Okay, die Beine sind noch fresh. Ich würde sagen, Zeit für einen Todessprung. Affirmative. Nice. Armor breach. Internal damage. Todessprung hat eine super niedrige Trefferwahrscheinlichkeit im Brettspiel. Aber hier geht es eigentlich. Ne? Ich meine, klar, man kriegt immer garantiert auch Schaden auf die Beine und so, aber ich meine, was soll's. Yes, Commander. Vielleicht hätte man auch gezielt schießen sollen, eh bei den Riflemen zuerst immer vor allem auf die Arme gehen, weil ja, da nun mal die ganzen Waffen drin sind. Aber, naja. Oh, kacke, die Beine jetzt schon offen. Ich wollte nämlich gern noch einen Todessprung machen, aber kann ich jetzt natürlich nicht. Move order received. Jetzt einmal 2 Small Laser. Zack, zack. Ach, die können jetzt halt finishen, denke ich. Coordinates confirmed.
bomb. Bein ab, kickt jetzt. Reporting. Critical hit. Commander? Er hat das Cooling wieder verfügbar, also kann jetzt auch nochmal schön draufballern. Das sollte es dann eigentlich. Ja, das wird's auch. Firing on target. Tja, blöd mit dem Dragon. Aber okay, hatten wir zumindest einmal einen Dragon im Einsatz. Ich hoffe, dass der Pilot nicht tot ist, sondern nur verletzt. Excellent work. Okay, super geil. Munition ist unsere. Und die Falle ist aufgestellt. Ah, okay, also jetzt kommen die. Ich dachte, das wäre jetzt die Lanze gewesen. Ich meine, der Typ hat ja auch gesagt, ja, hier, da kommt noch was. Aber, naja, gut. Scheiße, das hat jetzt schon minus 8 gegeben. Nicht, dass jetzt jede Mission hier minus gibt, weil ich will eigentlich nicht eher von diesem Sterne-Dings da wegrutschen bei denen. Okay, der Pilot ist nicht gestorben, aber ist auch wieder 55 Tage raus. Dieser Mech ist vernichtet, wird er mir jetzt hier gleich sagen. Salvage wird zugewiesen, weil ich ja ganz wenig nur eingestellt hatte, ist aber okay. Geil, dass ich hier so schöne extra, also so besondere Waffen bekommen habe. Ja, super guten Loot. Also die zwei Sachen nicht, aber der Rest, der Ladestelle wäre noch geil gewesen. Naja. Tja, okay. Wird wieder ein Mech-Platz mehr frei. Ihr habt gesehen, ich hatte eh schon eine Lücke. Jetzt habe ich noch eine zweite. Ich habe aber noch Mechs in Storage. Ich hatte die nur nicht eingesetzt, weil das immer so lange dauert. Die Reparaturaufträge sind ja eh noch alle, ne? Ja, Dragon ist destroyed. Wir müssen Mechs reparieren. Okay. Ja, nee, müssen wir nicht. Können wir auch danach noch. So, Folgemission. Okay, das ging irgendwie ein bisschen zu glatt. Oder nee, das ging einfach glatt. Jetzt müssen wir einfach warten, bis Lord Jasper vorbeikommt. Okay, jetzt sagt er ja, aber darüber muss ich jetzt mit euch sprechen, weil es gibt hier noch so einen Typen, der sich gemeldet hat. Der ist irgendwie sowas wie ein Kommunikationsmensch, PR-Typ oder so, für die Leute, die hier in diesem Valley wohnen. Und jetzt sagen wir, hey, was für Leute? Hier wohnt doch keiner, hier ist doch gar nichts. Ah, okay. Jetzt sagt er, ja, das ist halt das Ding. Hier sind ganz viele in so Höhlensystemen und bla, Tunnel, Netzwerk. Unheimlich viele Leute, die quasi unterirdisch leben. Rund um die Munitionsfabrik. Ist ja eh schon dämlich, aber okay. Und das war jetzt halt alles nicht so gebaut, also die Tunnel und so, um wirklich das Gewicht einer kompletten Battlemech-Lanze tragen zu können. Und jetzt sagt sie natürlich, okay, was ist jetzt? Ja, naja, noch geht's. Viele sind in so einen Bunker geflüchtet so lange, aber viel mehr Kollateralschaden werden die nicht mehr überleben. Okay, noch einen Kampf können die nicht durchstehen, aber die können jetzt auch nicht ohne unsere Hilfe entkommen. Weil natürlich überall Banditencamps und Outriders und so drumrum sind, die irgendwie hier unspeakable things, also irgendwie unaussprechliche Sachen, werden die diesen unbewaffneten Zivilisten irgendwie antun. Okay, ja, ja, jetzt sagt er sogar, der eher immer so der Kämpfertyp ist, so, boah, hier, das geht gar nicht. Also die Idee, dass jetzt einfach normale Leute hier leiden müssen und gekillt werden, einfach nur, weil so ein paar Aristokraten ihre komischen politischen Spiele da spielen müssen, geht ja gar nicht. Wenn der Typ jetzt hier wäre, dann würde ich dem erstmal the back of my metal hand, also so wie so fädemäßig, so zack, einmal ins Gesicht. Geil, mit der Rückhand. Okay, zum Glück ist er das nicht. Immerhin ist es unser Arbeitgeber. Ja, Arbeitgeber oder nicht, aber wir können jetzt nicht hier Zivilisten kaputt machen und so. Und so sehr ich es auch hasse, das zu sagen, aber wir haben dem tatsächlich sogar dabei geholfen. Deswegen haben wir jetzt die Verantwortung, diese Leute in Sicherheit zu eskortieren. Nur das ist das Richtige. Jetzt sagt die, ja, klar, es ist irgendwie immer so. Es ist auch, jetzt sind mal die Rollen getauscht. Häufig sagt sie nämlich irgendwie, ja, nee, können wir doch nicht machen. Wir müssen doch hier irgendwie den Leuten helfen oder so. Und jetzt sagt sie, ja, ist ja zwar alles schön und gut, aber wir haben, wir sind jetzt nun mal unter Vertrag bei Horst Steiner und müssen eine Mission machen. Und wenn wir jetzt hier den Locals helfen,
dann bringen wir jetzt unsere eigenen Leute und Battlemax, setzen wir einer gewissen Gefahr aus für nichts. So, es ist sogar noch schlimmer als das. Wir würden unsere Dienste direkt vor einem Klienten quasi ja ändern oder abbrechen. Und sie geht mal davon aus, dass dieser Zapata, also der Typ, der da irgendwie mit denen kommuniziert hat, bestimmt auch eh nichts bezahlen kann. So, und jetzt sagt er, ja, nee, nicht so viel. Das meiste ist ja schon irgendwie unter Schutt und so begraben, weil wir ja schon gekämpft haben. Okay. Okay, das ist natürlich geil. Er sagt jetzt noch was, was man beachten muss. Wenn wir das machen sollten und die raus eskortieren, dann können wir, wenn wir zurückkommen, nicht zurück zur Argo und irgendwelche Reparaturen durchführen, sondern egal, ob wir gewinnen oder verlieren, wir müssen so oder so zurücklaufen und direkt noch gegen Lord Jaspers Lanze kämpfen. Ist die Frage, ob sich das auch auf Munition bezieht. Sehen wir dann gleich. Ja, aber es ist, so ist es nun mal. Okay, jetzt sagt er zu uns, zu Starbird, ja, also es gibt gute Gründe, den Leuten zu helfen und es gibt auch gute Gründe, es nicht zu tun. Immerhin müssen wir ja noch einen anderen Vertrag mit Haus Steiner zu Ende bringen. Also meine Entscheidung ändert nichts daran. Den Vertrag machen wir so oder so. Okay. So, ich könnte jetzt sagen, nö, ich helfe denen nicht. Wir sind nämlich professionelle Söldner und keine Amateure und wir arbeiten nur, wenn wir Kohle kriegen. Und das, was wir verhandelt haben, hat Priorität über irgendwelche Charity-Arbeiten. Sehe ich eigentlich auch so, aber geht ja hier um Menschen und bla und Dings. Deswegen andersrum, help the locals. Wir können sagen, okay, wir helfen dem und eskortieren die, egal ob er bezahlen kann oder nicht. Und danach sehen wir dann weiter. Ja, das mache ich, weil ich recht überzeugt davon bin, dass ich das packe. Das heißt, ich nehme jetzt auch die entsprechenden Mechs mit, denke ich. So, aber das macht es natürlich jetzt relativ schwierig, zum Beispiel für sowas wie die King Crab. Würde ich nämlich jetzt die King Crab nehmen und die wird nicht aufmunitioniert, dann ist schlecht. So, die Banshee kommt mit, das ist auf jeden Fall gut, die ist auch recht zügig. Der Zeus ist in Ordnung, wobei der auch ein Problem hat, wenn er nicht aufmunitioniert wird. Der Awesome hat zumindest seine beiden PPK, aber ist nicht besonders schnell. Den Rifleman würde ich jetzt ungern einsetzen, also mit nur so wenig Panzerung. Phoenix Hawk könnte man überlegen, also der Highlander auf jeden Fall. Dann nehmen wir den Zeus, Banshee, okay, dann nehmen wir, oder wir nehmen mal so einen Hatchetman, auch geil. Auch viel auf Munition, aber ich nehme den mit der AK-2. Genau. Hat nämlich 3 Medium Laser. Okay, nehmen wir einen Hatchetman. Also haben wir einen neuen Mech dabei, nämlich den Hatchetman. Das ist die Banshee M. Okay. Und ja, die anderen Mechs, so wie schon mal gesehen. Aber wir sind hier ziemlich fett aufgestellt, haben 20 Tonnen mehr als gerade und haben, glaube ich, auch ein bisschen mehr Punch. Hatchetman bin ich mal gespannt. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal. So, mal kurz gucken nach den Skills. Der hier hat Beschuss aufteilen. Das ist eigentlich hier wichtiger bei dem Zeus. Weil das Hitzeding brauche ich auf jeden Fall. Hier ist der Scout. Den könnte man in den Hatchetman setzen. Mache ich, glaube ich, auch. Weil der einfach dadurch früh dran ist. Ihr seht das jetzt hier. Initiative 4 in Gelb. Normalerweise wäre der nämlich 3. Hier die Banshee. Würde ich den jetzt in die Banshee setzen. Hat er Initiative 2 statt nur 1. Wie eigentlich. Sehr geil. Aber der geht in den Phoenix Hawk. Passt auch ganz gut zu der Rolle. Und ja, dann nehme ich noch, die Banshee muss eigentlich nicht wirklich immer Beschuss aufteilen. Also den könnte ich nehmen, der hat aber die Werte nicht so hoch. Aber ich könnte den nehmen. Das ist sogar noch besser, weil er nämlich hier Passiv Cover and Guarded bekommt und dadurch mehr Schaden wegtanken kann. Ja, das ist gut. Den nehmen wir dafür und dann würde ich sagen, go. Wieder in der Wüste, was okay ist, und Escort Mission. Müsste ja dann jetzt gegen Piraten sein und nicht gegen Davion, weil die sind ja gleich erst da, wenn wir, ja, wenn wir zurückkommen quasi, ne? Wahrscheinlich hätte ich mir einfach die Mission, da Pay kein Geld, ne? Keine Seabills. Wahrscheinlich hätte ich mir die Mission einfach sparen können und hätte direkt dann jetzt gegen die Lanze gekämpft, aber dann wäre bestimmt jetzt hier so wieder so eine Rumheulerei, so, ja, hier schlechte Gewissen und die armen Leute sind jetzt alle tot, aber naja, ist halt alles nur ein Geschäft, so irgendwie. Und ich sage, ich bin mir recht sicher, dass ich das hinkriege und dann die Max auch noch alle kaputt machen kann. Das einzige
Das Einzige, was mir halt ein bisschen Sorgen macht, wäre wirklich der Umstand, wenn die nicht aufmunitioniert werden. Aber das sehen wir gleich. Wen habe ich hier? Den Zeus. Okay, geht der Zeus oben auf den Berg? 70 und 40 Tonner. Ja, der geht oben auf den Berg. Banshee nicht, die soll nämlich ran. Der Hatchet Man ist eigentlich egal, weil er springen kann. Ne? Das ist relativ schnell. Assassin. Immer geil, um schon mal einen Invasion Marker wegzumachen. Aber getroffen hat trotzdem nicht der Lappen. So, Hatchet Man. Tja, okay, der kommt auf 3. Ist ein Hatchet Man schneller als ein Quick Draw? Eigentlich doch nicht. Check ich nicht. Oder der hat auch wieder hier so ein Ding, dass er... Ach so, hier. Ja, der bekommt immer Bonus-Evasion. Okay. Das heißt, selbst wenn ich den nur um ein Feld bewege, genau, hat er schon eine 1. Tja, mit 3 nach vorne gehen und dann auch schon mal ein bisschen rumballern. Besser wäre eigentlich... Hier, 4. Deckung durch den Wald. Ja, das ist besser. Noch besser wäre gewesen, einfach ein bisschen zurückzubleiben, aber machen wir so. Der AK-2, wenn ich das richtig gesehen habe, macht, kann aber auch sein, weil es ein verbessert ist, macht genauso viel Schaden wie ein normaler Medium-Laser. Orion. Aber die sind alle nicht komplett aufgepanzert, sind halt aufgepanzert, sind halt so Piraten-Mechs, ne? So, wen haben wir hier? Banshee, den Zeus. Stelle ich hier oben einfach in den Wald. Wo gut schießen kann. Ja, ich stelle einfach hier hin. Ich wollte ja auf den Assassin, aber ich gehe jetzt bei den vielen Waffen über auf den Warhammer. Das ist ein W-Warhammer, ne? Kein KSR drauf. Score! Critical hit! Ja. Reporting! Die Banshee läuft einfach nach vorne, die macht halt das, was eine Banshee immer macht. Einfach nach vorne, scheißegal, ob man geschossen wird oder terrorisiert. Sehr schön. Kann der Highlander nämlich jetzt noch auf den Dings gehen. Er sollte vielleicht auch da oben hin, aber hier reicht auch. Ja. Ein bisschen gut kriegen. Aber ein bisschen was von der Hauptbewaffnung. So, Twinkle, Twinkle. Ja, Todessprung will ich jetzt noch nicht machen. Ich kann noch keinen Nahkampfangriff machen. Aber ich stelle mich jetzt einfach mal kackendreist hier mitten rein. Mit 3 Evasion-Markern. Wir schmeißen ihn der Vigilance an. Und geben ihm nochmal, weil vielleicht ist er jetzt weg. Schön von der linken beschädigten Seite. Nee. Sorry, immer noch nicht, aber nein. Okay, die können ja ein bisschen was verpacken. Die Fetten sind echt geil. Vielleicht habt ihr mal gesehen, oder Horst, ich weiß nicht, ob du bei Facebook auch bist, ob du Table Fighters abonniert hast oder so, aber wir haben ja auf Facebook auch eine Table Fighters Group-Seite und die war eigentlich ja vor allem von Pfeife und mir, aber da habe ich letztens ein paar... Scheiße, wieder der, den Beschuss nicht aufteilen kann. Jetzt wäre es nämlich doch relevant gewesen. Naja. Habe ich jetzt ein paar Mechs gepostet, die ich ausgedrückt habe, also wie 3D-Fantasie mäßig. Da war auch eine Banshee dabei, und zwar eine Banshee M. Und die sieht echt, finde ich, ziemlich genauso aus wie die hier. Was super fett ist, weil man das ja nicht kaufen kann. Also ich glaube nicht, dass es eine S gab es als Banshee, als Miniatur. Und die normale auch. Das weiß ich noch von früher. Aber ich glaube eine M nicht. Weil kann natürlich sein, dass es das inzwischen gibt. Oh, gehen wir mal mit dem Zeus im Nahkampf, ne? Ja, aber eine M meine ich nicht. Und auf jeden Fall, so wie die ausgedruckte ist, genau in diesem Design hier. Also das Design hier ist ja quasi, ich glaube nicht in allen Punkten, aber in vielen Punkten ähnlich wie, wie von MechWarrior Online. Und das ist schon geil. Also zum einen ist es ein Thema Ausrüstung, aber zum anderen auch, dass es so gut da rauskommt. Vielleicht, also es ist halt immer leider sehr viel Arbeit, das Ganze mit dem Supporten und so, aber, oh geil, hier Nahkampf. Aber vielleicht mache ich das mal, dass ich mir die Dinger, die ich hier in der Kampagne vor allem gespielt habe, dass ich mir die irgendwie mal ausdrucke, dass wir dann... Ah, muss ich mal schauen. Bam, mit der Axt ins Gesicht. Hey, durch den Center und direkt kaputt.
Ich meine, der war natürlich schon ordentlich beschädigt. Aber so stelle ich mir das vor. Sehr geil. Target neutralized. So, alles moving ausgeschaltet. Ich renne noch nicht rein. Erstmal Pizza abbauen und die anderen nachkommen lassen. On my way. Ja, triggert das, weil er durchgerannt ist. Of course. So, ja, jetzt bin ich relativ zusammen. Die werden wahrscheinlich hier runter oder da rüber fahren. So, wir sind schon jetzt alle ready hier. Oh, Murderous Highwayman. Think your big bad battle max scare us, Merc Boy? Ja, alles klar. Na komm mal ran, du Lappen. Na, also wir werden jetzt hier von so einem Piratenspacko bedroht. Das ist ein cooles Zeichen. Und, ja, würde ich sagen, kriegen die da jetzt mal auf Schnauzen, ne? Okay, die müssen bis dahin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die Gegner herkommen. Aber ich bin ja, oder ich gehe mal davon aus, dass es da unten sein wird. On my way. On my way. Roger. Kann auch sein, dass die erst wieder auftauchen, wenn die hier in der Zone drin sind. Weil, hä, das sieht ja aus, als würden die von einem Dropship abgeholt, aber die haben doch, ich bringe die doch eigentlich jetzt nur so in Sicherheit, oder? Die haben doch nicht irgendein Dropship, womit sie jetzt fliegen können. Ja, scheiß auf mich, war das nicht zu weit weg. Affirmative. Weil Convoy kann sich ja immer nicht bewegen, wenn irgendwie keine Mechs in der Nähe sind, weil sonst haben die Angst und sehen nichts. Okay, hat aber funktioniert. Den Highlander bewege ich nur so ein kleines Stück. Wegen dem Konvoi. So, und die Max verteile ich mal ein bisschen. Ich ziehe den Zeus mal hier rein. Die Banshee, keine Ahnung, in die Escort-Zone von mir aus. Commander. Den Hatchetman rüber Richtung Zeus. Weil ich denke, wenn, dann kommen die Gegner von hier irgendwo und nicht von hinten, wo ich hergekommen bin. Vielleicht auch. Nein, wobei, da ist ja eigentlich nichts. Ne? Na, wer weiß. Hier, Tarndecken und so. No sweat. Zeus lasse ich stehen. Banshee auch, aber nicht da, sondern hier. As you wish. Mein Hatchetman stelle ich da in den Wald mit rein. Ist doof, mit nur ein Evasion dran. Aber die spawnen nicht und schießen direkt, normalerweise. Deswegen werde ich noch eine Runde warten müssen, bis die in der Zone sind. Kommt nicht einer da rein. Weil sobald einer das berührt, wird das ja getriggert. So, der Highlander darf noch da. Zeus bleibt stehen, Banshee, die bleiben alle stehen. Dammit, more bandits. Okay, ja, dann komm her. Okay, wir werden alle fangen und wir werden sie alle um. Ja, das sehen wir gleich. Ja, tatsächlich mit dem Dropship abgeholt. Ich sehe immer noch keine Enemies. Machen mal Reserve. Okay, hier kommen wir. Auch nochmal Reserve. Ich lasse sie erstmal kommen. Wir haben 60 und 75 Tonner und noch ein 75 Tonner. Okay, die können. Ja, doch, von da können sie gleich schießen. Also die Banshee muss auf jeden Fall. Banshee muss auf jeden Fall wieder hier rüber. Alter. Awaiting orders. So, darf auch sprinten. Da ist gut. Geil. 5 Evasion und Wald. Der Highlander ist hier drüber. Er springt einfach so weit hier. So, und jetzt mal überlegen. Ich lasse den Zeus nochmal stehen. Shit, ich hätte Sensor locken sollen mit ihm und dann mit dem Zeus und den anderen LSR schießen. Na egal. Ich lasse die trotzdem hier unten stehen, weil ich meine, die können nicht viel machen. Ja, da habt ihr wohl ein bisschen schlecht getimt, war Piratenpack. Weil die konnten jetzt ganz entspannt da mit dem Dropship abhauen. Vierter Mac. Na komm, zeigt euch. Gibt's auch Schnauze. Light damage, Commander. Yes, Commander. Dann zeigt er euch halt nicht. In
Engaging jump jet. So, was haben wir hier? Rifleman, Griffin, noch ein Orion, Black Knight, geil. Okay, auch alle wieder nicht voll aufgepanzert, sieht schon geil aus. Sehr fett. Ja, und alle haben hier den Guarded-Bonus. Wir gehen erst auf den Rifleman, gerne genommenes erstes Ziel, einfach weil er nicht so viel Panzer hat. Also eh schon nicht. Und jetzt hier im nicht ganz aufgepanzerten Zustand noch weniger. Alter. Natürlich trifft er. Natürlich auf die Banshee immer ein guter Plan mit den, weiß ich nicht, 1600 Panzerpunkten. Ja, die haben aber etwas mehr Panzer gemacht. So, dann rücken wir mal vor. Die Banshee macht, was eine Banshee macht, nämlich einfach nur nach vorne rennen. Ah, ich kriege kein 2 Evasion, weil ich da in dem Wald stehe. Okay, egal, wann. Ich hätte jetzt wieder Vigilance ausgeben sollen, eigentlich. Good to go. Sehr schön, der Zeus. Roger that. Giving them everything I've got. Fine up. Aber noch keine Arme, also so bleibt der Rifleman gefährlich, weil der hat immer noch alle seine Waffen. Good to go. Ist der Heilbänder? Ja komm, machen wir den fertig. Got it. Dieses gezielt Schießen ist echt unheimlich stark. Also ich meine, kann man ja eh immer, wenn Mac ausgeschaltet ist oder wenn er auf dem Boden liegt hier. Auch cool, dass du mich hier verlierst, du Lappen. Dann gibt es jetzt gleich die Axt in den Kopf. Damage is light. Standing by. Ja. Von, Moment mal, wenn ich hier mache, dann zählt als Rücken. Ja, alles klar. Gib ihn. Hitting out. Bam. Arm und den Torso abgekloppt. Auch geil, habt ihr gesehen, wie das Ding wieder zurück so reinfährt. Finde ich super cool gemacht. Inflicted some heavy damage. Ja, und mit dem Small Laser noch den anderen. Das heißt, der Griffin ist eigentlich fast hinüber. Minor damage, Commander. Nee, hat er nicht, weil der Torso ja ab ist. Geil. Okay, that was bad. Reporting. Okay, jetzt werde ich aber mal die Vigilance nehmen. Black Knight oder Orion? Orion ist leichter kaputt zu machen, denke ich, weil der Black Knight nur Energiewaffen hat. Aber. Ja, nicht viel. Ja, du hast doch viel. Okay, so ist natürlich, wenn man direkt schon schafft, Munitionsexplosion zu provozieren, richtig gut. So, der Zeus. Copy that. Roger. Ich setze jetzt Cool and Bend nicht ein, weil ich so nah dran bin, dass ich gleich noch zuschlagen kann, einfach. Critical hit, Commander. Waiting for orders. So, und er macht den Griffin fertig. Und ich nehme einmal Vigilance, weil der Highlander schon ein bisschen eingeschränkt ist. Firing on target. Come on, Mech Warriors. It's go time. Schade, ich komme nicht ran für die Axt. Machen wir so. Hab jetzt nur die drei Dinger, aber ist okay. Ich habe nicht Beschuss aufteilen, also komme ich an ihn, glaube ich, jetzt nicht mit allen Waffen. Nee. Dann schieße ich auf ihn, damit die Small Laser noch mitschießen. Tolle AK daneben. Wobei es ja nur AK-2. Oh, er ist sehr irritiert gewesen jetzt, deswegen hat er so schlecht getroffen wahrscheinlich. So, Banshee oder Highlander. Wir nehmen die Banshee und prügeln ihn. Und zwar von da. Locked on for physical attack. Bäh. Die Seite ab. Hostile eliminated. So, der Highlander prügelt nicht, sondern schießt. Weil er so viel Waffen hat.
schieß die LSR mit. Es sind zwar nur 45%, aber Man ist jetzt gleich vor ihm dran, das ist gut. Also der Zoll ist auch noch dran. Kloppt er einmal drauf. Der tritt sogar. Nice, rechte Bein weg. Das wäre halt cool, wenn man das noch steuern könnte. Also wirklich entweder treten oder schlagen. Weil, ich sag mal, schlagen mit Beinen, also hier kann man ja eh nur entweder Nahkampf oder schießen. Ne? Das ist ja bei einem Brettspiel ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, pass auf, ich schlage mit beiden Armen, dann ist das nämlich in der Regel vom Schaden genauso wie beim Treten oder noch mehr, nur halt auf andere Zonen. Ich glaube, man, ja, und man hat nicht das Problem, dass man sich auf Schnauze legen kann. Dann wäre das halt noch okay, aber kann man ja hier nicht. Und deswegen, ich check das nicht. Also er hat jetzt getreten, hat das Bein kaputt gemacht. Meistens wird aber irgendwie geschlagen und dann trifft man häufig irgendeine Lokation, die natürlich gerade völlig uninteressant ist oder so. Aber naja, so ist es halt. Hat's von Held. Took a hard hit there. Jetzt prügel ich den hier einfach weg. Receiving you. Wobei, nee, der Zeus könnte auch ruhig nochmal alles schießen. Move order receive. Jo. Macht mehr Schaden als Schaden vertreten. Aber gut, eh egal, der hat kaum noch Punkte. So, alle Zivilisten gerettet, sehr schön. Die werden es niemals vergessen, sind total happy. Ah, kein Problem und ich hoffe, wir können in Frieden leben und so. So, und jetzt sagt der Idiot hier, ja, wenn du mit deiner kleinen Ablenkung da fertig bist, dann, ne, du hast immer noch einen Job zu erledigen. Also, mach hin jetzt und mein Geduldsfaden ist nämlich dünn oder so. Weil ich habe halt wenig Geduld. Kein Problem, machen wir. Okay, das geht tatsächlich immer pro Dings mit Ruf. Und ich habe jetzt wirklich nur bei diesen Refugees Ruf bekommen und bei den Piraten wieder noch weniger. Aber geil, keiner ist verletzt, nichts ist kaputt gegangen. Hier hat es ein bisschen Panzerung gekostet, da auch, aber ist okay. Und jetzt bin ich halt mal gespannt, ob ich auch munitioniert wird und vor allem auch aufgepanzert wird oder eben nicht. Nehmen wir einen Warhammer-Teil, was soll's. Noch Griffin und Assassin dazu bekommen, dadurch wird der Assassin jetzt auch komplett. Heißt, die zwei freien Slots, die ich hatte, werden jetzt belegt durch den Assassin und den Warhammer, was ja okay ist. That mech you asked for, that mech you wanted, is back online. Oh, sorry. Also, die sind wieder voll aufgepanzert. Geil. Und damit dann wahrscheinlich auch voll aufmunitioniert. Also, easy game. Und ich hätte die jetzt sogar doch noch wechseln können. Wobei, da steht ja consecutive deployment. Kann ich die... Trotzdem kann ich die wechseln. Das ist doch albern. Also mache ich jetzt nicht, ich lasse die jetzt so wie vorher. Aber es wäre halt cool gewesen, manchmal ist das ja so. Das ist geil bei MechWarrior 5, wenn man diese Missionen macht, die am Stück sind. Da wird nämlich zwar aufmunitioniert, aber nicht aufgepanzert und nichts repariert. Und da muss man nämlich gucken, entweder wechselt man tatsächlich die Mechs, die man noch dabei hat, oder man muss halt hinkommen mit dem, was man hat. Kann man immer mal machen, wenn man nur wenig Panzerungsschäden hat. Hier so ein Archer oder so, ja. Der sowieso irgendwie die ganze Zeit mal LSR ballert. Der kann dann ruhig auch häufiger eingesetzt werden, wenn er halt neue Munition kriegt. Weil der in der Regel nicht so viel einsteckt. Aber naja. So, gucken wir mal, was das hier wird. Basisverteidigung. Ja, doof. Die Karte schon jetzt ungefähr 35.000 Mal gesehen. Da ist Lord Jasper Bissett. Okay, also er sagt... Ich weiß zwar nicht, wer du bist oder wer dich geschickt hat, Söldner, aber im Namen von Haus Bissett und Haus Davion, du wirst jetzt sofort diese Fabrik da verlassen oder du wirst zerstört. Okay, hold the factory und gib keinen Meter nach. Ja, ah, okay. Und es ist nämlich wichtig, dass er zuerst in seiner Mission failt und wir ihn dann noch platt machen quasi. Also, ich muss 10 Runden aushalten
4 Gebäude müssen überleben. Ich kriege einen Bonus, wenn alle überleben. Und ich muss seine Lanze kaputt machen. Die kommen von da vorne. Dann würde ich doch sagen, rücken wir auch direkt in diese Richtung aus. Copy that. Allerdings kann es immer mal sein, dass hier nochmal Verstärkungen von hinten oder so kommen, die dann hier irgendwo reinballern. Weil die durch die Leute vorne Sicht kriegen. Aber ist dann jetzt so, das Risiko gehe ich ein. Denn wir müssen Lord Bissett ja kaputt machen. Der sitzt bestimmt nicht in seinem 40-Tonnen-Mack. Nee, nicht Jump, sondern Sprint. Aber dann kriege ich das... Na, ist egal. Affirmative. No, was haben wir da? Blackjack. Noch ein Vulkan. Also das sind jetzt alles nicht so die fetten Macs. Da wird sicherlich noch mehr kommen. How might I help? Viel Evasion, aber der hier hat Evasion und Dings. Okay, gehen wir mal hier rechts rum mit dem und fangen einfach schon mal an. Geil, die beiden Waffen, die nur 45% Trefferwahrscheinlichkeit haben, haben beide getroffen. Ja, wieso haben die denn, sind die auch nicht aufgepanzert? Das sind doch gar keine Piraten, sondern Davion, also Hauseinheiten. What's up, boss? Was soll's? So, 2 Evasion kriegen wir dran. Komm, gönnen wir mal hier Precision Strike. Wobei, eigentlich ist es verschwendet. Ja, mache ich nicht. Trefferwahrscheinlichkeit ist, na, ohne den Precision Strike zwar nicht so geil, aber ist mir egal. Ist ja quasi die erste Runde und okay, ne? Ging es trotzdem schon ziemlich gut. Critical hit, Commander. I hear ya. Highlander, genau, ich geh mal hier hinten, damit er den linken hier noch abfangen kann. Right, Commander. And stay down. We can do this. Let's go. How's it going? Schade, ich komme noch nicht im Nahkampf. Dann werde ich einmal reserven. Genau, und jetzt werde ich im Nahkampf kommen. Okay, er geht direkt hier drauf. Ich muss also Feuer wieder auf mich lenken. Aber ich muss das hier mit dem Nahkampf machen. So, von hinten mit der Axt. On my way. Locked on for physical attack. Shit. Der Vulcan hat irgend so einen Teil, wodurch Nahkampf gegen ihn schwieriger wird. Oder er kriegt irgendeinen Bonus. Oder der Angreifer einen Malus. Aber, schade. Ich dachte, der Hatchet-Männer als Spezialist hier. Aber war geil mit dem Hatchet, oder? So zack, ausgeklappt. So schlagstockmäßig, dann bam, drauf. Oder halt nicht drauf, weil er hat ihn ja nicht getroffen. So, Banshee setzt den unter Druck. Ich glaube, den werde ich in der nächsten Runde im Nahkampf haben, weil der nicht wegkommt. Okay, oder ich habe ihn einfach direkt zerstört. Ist natürlich auch geil. Target neutralized. Need something, Chief? So, Zeus Highlander. Der Highlander muss jetzt mal auf ihn gehen. Das ist ein Jenner. Ne, ein Zikade. Muss auf ihn gehen, weil er den ablenken muss. Ich hätte so gerne die Zikade mit der PPK hier als Variante. Die würde ich gerne einsetzen. Aber, habe ich nicht. Also habe ich auch nicht gestored und auch noch nicht zum Kauf gesehen. Ich hatte sie nur ein, zweimal hier als Gegner. Meistens hat man die da mit den M-Lasern. Hey there. Nahkampfangriff, aber dann hat man nur 55% Trefferwahrscheinlichkeit. Nee, dann natürlich nicht. Sondern Fernkampf. Hätte ich den ein bisschen intelligenter gedreht, dann hätte ich die LSR da hinten rüber schießen können. Aber egal, machen wir es. Okay, das ist natürlich praktisch. Ja. Ja, siehst du, die kommen nämlich jetzt von hinten. War aber auch irgendwie klar, weil das kann doch nicht sein, dass diese 4 easy leichten Mechs da, das waren ja mittlere, aber leichte mittlere, dass die so rasieren konnten. Mir ist ein bisschen zu riskant jetzt mit dem Nahkampfangriff, deswegen werde ich den bewegen und schießen, damit ich zumindest ein bisschen Evasion drauf habe. Sehr schön. Kann ich die Banshee gleich da runterziehen zum Dropship. Der Hatchetman hier ist in der Nähe. Und eigentlich muss ich den Zeus auch nicht darüber ziehen. Das kann der Highlander auch alleine machen, die Zikade. Die ist ja schon fast im Sack. Ist natürlich sehr nett, dass der jetzt auch noch rankommt. 25 Schaden. Und nochmal 25 durch den Laser. Minor damage, Commander. Nothing to see here. Okay, links sind auch noch Gegner, also nicht nur rechts ist.
dann zieht den Zeus nach links. Dann müssen die beiden hier rechts regeln und dann halt da drüben. Sprint. Of course. 50, 45, 65 Tonnen. Okay. What can I do for you? Receiving you. Na, ist nicht ideal. Dann kann ich vielleicht mit ihm gleich noch sprinten. Weil ich denke, der wird ihn nicht zerlegen hier. Okay, das war schon Lord Bissett's Lance. Scheiße, das habe ich nicht drauf geachtet, weil manchmal steht das drüber, Commander oder sowas, über den Max. Max Speed, no shooting. 55, 55. Steht da manchmal drüber, hier Enemy Commander oder sowas. Aber habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wer von denen jetzt hier der Bissett war. Naja. Wie ungefähr immer, also es ist unheimlich schwierig, tatsächlich dieses Sekundärziel zu haben, dass man das alle Gebäude überleben oder so. Aber naja. Er spielt ein bisschen mit seiner Axt. Zack, und wieder weg. Awaiting orders. So, Banshee. Ah, okay. Kann schon ballern. Dann machen wir das da auch. Ein Katapult und ein Javelin. Naja, ich kann den Beschuss nicht aufteilen. Dann geben wir dem Katapult. As you wish. Das ist, glaube ich, wieder dieser komische Javelin mit der LSR-15. Ziemlich geil eigentlich bei so einem kleinen Ding. Ja. Waiting for orders. Okay, das sind die hier drüben. Der Highlander darf mal jumpen. Und ich versuche direkt mehrere Leute anzuschießen. Also, was haben wir denn hier? Ein Kintaro, ein Wolverine, Shadowhawk und ein Orion. Also der Orion kriegt die LSR auf jeden Fall mal und dann gehe ich mit dem Rest auf den... Nee, nicht auf den Kintaro. Sondern hier auf den, weil der nämlich zwar Evasion hat, aber keine Schadensreduktion. B. Hä, wieso hat er das nicht automatisch gemacht? Also das alles geht auf B und die LSR 10 auf A. Ja, das ist okay. Da müsste ich die zwei nämlich schon mal auf mich gelenkt haben, damit die nicht weiter auf die Basis schießen. Und dann müsste vielleicht der Zeus gleich die beiden anderen machen, muss ich machen. Want some more? Huh? Standing by. Der ist noch so weit hin. Ich sprinte mit dem. Wenn ich in der nächsten Runde dann vernünftig schießen kann, damit es noch ein bisschen Wärmereduktion. Good to go. So, Twinko. Drei und dann ein bisschen aufs Katapult. Das besser. Engaging Jump Jet. Dann gehe ich jetzt auf den Trebuchet. Genau, einfach nur um ihn angeschossen zu haben. Der ist gleich erledigt, so offen wie er da steht. Nice try. Vor allem kritisch, wie geil mit dem LSR und so bleibt stehen und macht gar nichts. Ne, das. Kann ich zwei. Ich werde gleich nochmal drauf. Ne, am Augenhitschen. Okay, der stand so weit. Sehr schön, schießt auf mich, nicht auf die Basis, so muss sein. Yes, Commander. Na, schade, ich komme noch nicht im Nahkampfbereich weiter, aber ich kann alle Waffen schießen. Nein, ordentlich verteilt, alles ein bisschen, aber ist okay. Good to go. So, der Zeus. Das Feld ist okay. Und dann alles offen wohl. Roger that. Alles in Ordnung. Affirmative. Score. Critical hit. What can I do for you? Ich könnte einen Highlander stehen lassen. Ne, dann kann ich hier die Small Laser mitschießen. Genau, das ist besser. Aber so, dass ich hier direkte Sicht habe.
Ja, das ist gut. Weil, ich will zumindest hier, oh, so rum ist sogar noch besser. Wobei, der Wolverine kriegt die Dinger noch mit. Weil ich will ihn auch angeschossen haben, was jetzt hier mit Erfolg ist. Und vielleicht kriege ich ihn weg. Ah, weiß ich nicht. Ah, doch, sehr schön. Should have run when you had the chance. Zwei Orion, ne? Ne, das eine war ein Shadowhawk. Receiving you. Hm, ich gehe nach hier und schieße einmal ihn an. Wo, ja, genau, der kann Beschuss nicht aufteilen. Got it. Okay, auf der Seite müsste ich sie jetzt aber alle einmal haben. Also so, dass die jetzt voll auf mich umschwenken. Ich glaube, die Mission ist eh direkt geschafft, wenn die Reinforcements da sind, also wenn die Runden zu Ende sind. Aber ich will auch noch ein bisschen rasieren, ne? So ist ja nicht. Minor damage, Commander. So, Banshee kann einen kaputt prügeln. Ich könnte den kaputt hauen, aber hier haben wir wieder das alte Problem mit, ich kann jetzt hier die Position nicht bestimmen. Ja. Okay, aber dann wäre er wahrscheinlich weg. Hatchetman hat natürlich jetzt gerade gut Evasion, aber ich glaube, ich gehe lieber auf den Hatchetman. Und zwar von da, weil er hier quasi noch ein bisschen deckt. Ja, das ist okay. Vielleicht kriege ich den auch direkt schon, weil der ist im Center offen. Und ich habe die ganzen MGs noch. Ja, das ist okay. I understand. Okay, aber durch Munitionsexplosion gar nicht durch Center. Aber egal, der ist weg. Commander? So, und hier muss ich mal gucken, der Zeus muss nachrücken. Kann er, muss der Wolverine jetzt... ne, das ist jetzt der Kintaro. Chip Wolverine war schon weg. Okay, da macht er den Kintaro weg und schießt die LSR sekundär noch auf ihn. Oder einfach nicht, weil Hitze. Ja, muss ich eh gucken. Muss ich sogar noch was weglassen. Ja, machen wir so. Copy that. Kriegt man ihn natürlich nicht weg, aber in der nächsten Runde geht Tooling wieder und Nahkampf wäre sonst halt auch noch. So, er hat Cooling schon aktiv. Zack. Dann werde ich jetzt noch Vigilance anschmeißen und Beschuss aufteilen. Der sollte ziemlich weggehen. Er kriegt die LSR einfach mal nur so, weil warum nicht? Roger that. Ah, nicht kaputt gekriegt. Waiting for orders. So, Twinkle, du kannst die Trebuchet kaputt machen. Mann, schon wieder daneben, Alter. Ich meine, bei dem Vulcan okay, weil der ja diese Dingensuiter hat, aber einfach so voll der Lappen, der Typ. Ich meine, es ist ja seine zweite Mission. Nee, seine dritte jetzt, aber trotzdem. Minimal damage, Commander. Waiting for orders. So, der Highlander. Steht der Kintaro, steht der Shadowhawk. Der steht recht gut geschützt. Springen will ich jetzt nicht wegen Hitze. Kintaro, Shadowhawk. Okay, ich stelle mich mal so. Coordinates received. Der Kintaro ist eigentlich erledigt. Da teile ich den Beschuss nochmal auf.
Nee, aber wir nehmen auf A nicht den Laser. Den schieße ich nämlich da hinten rüber. C. So, den schieße ich nämlich auf C und das auch. So, und auf den Shadowhawk schieße ich zumindest schon mal zwei Medium Laser. Die ganzen Smalls KSR gehen in den. Das sollte reichen. Got it. Sehr schön. Klar, es wäre besser gewesen, den Large noch auf den Shadowhawk zu schießen, weil der da hinten ja geschützt ist und er nicht. Aber alles kein Problem. Aber der Orion muss so langsam da schon mal ein bisschen leiden. Ja. Dreckskatapult. Yes, Commander. Er geht in den Nahkampf, wobei Cooling auch fertig ist. Dann geht er vielleicht sogar in den Rücken. So müsste mich der Orion nicht im Rücken kriegen können. So, dann meine ich jetzt Folgendes. Hier alles rein und sekundär die LSR auf das Katapult. Ja, das finde ich gut. Roger. Okay, er hat gut gekriegt, aber ist leider nicht zerstört. Ja, den. How might I help? So, die Banshee wird jetzt mal den Javelin wegmachen, hoffentlich. Of course. Locked on for physical attack. Einmal geschlagen. Ich meine, Center-Hit von dem Schlag, also die ist ja hier, ne, Melee-Attack hat ja hier immer den gleichen Schaden. Was sich nach der Mech-Klasse richtet und das halt von einer Banshee einen drauf zu kriegen, ist schon nice. So, komm, jetzt aber bitte. Roger that. Moving my way. Sehr schön, heißt, jetzt habe ich nur noch das Katapult als Ärgernis und auf der anderen Seite halt Shadowhawk und Orion. Das ist super. One last target. Ja, die Banshee wird jetzt nichts mehr machen können. Hatchetman kann drüber springen, Banshee weiß er nicht. Die nochmal in Reichweite kommen, um den Laser zu schießen. Da auch nicht sind aber nur zwei Runden. Awaiting orders. Tja, was mache ich hier? Da komme ich, glaube ich, nicht durch. Ja, ne, die Banshee wird nichts mehr machen. Aber sehen wir gleich. So, hier ist die Frage, was wie rum. Also der Highlander könnte jetzt hier rüber schwenken zum Katapult. Der Zeus wird einen Nahkampfangriff machen, wegen der Hitze, die er hat. Und dann gucken wir mal, ob es für den Shadowhawk reicht. Weil es die Frage, ob ich mit beiden echt noch den Orion angehe, aber ich glaube nicht, dass ich den krieg. Oder ob ich, nee, ich schwenk mit ihm und gehe schon mal zum Katapult. Und mit dem Zeus weiß ich noch nicht, gucke ich gleich. Weil das Katapult kriege ich, glaube ich, eher als den Orion, vor allem in der Hatchet. Okay, das war schon mal fett, also den kriege ich noch. Geile, geile Bemalung. Receiving you. Das Katapult da. Boah, jetzt sag nicht, ich sehe ihn nicht, weil er da so gut stoppt. Da sehe ich ihn. Zwar noch etwas weiter weg, aber es ist gut. Bein ab, der kippt um, sehr schön. I think I hit something good. Ah, der Orion kommt ran. Orion, ähnliches Konzept wie der Zeus. Sowohl was die Bewaffnung angeht, aber auch so der generelle Aufbau mit der Hitzeabwehr und ähnlichem. Wobei der Zeus da in allem einen kleinen Ticken geiler ist. Ah, wobei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, vom Punch ist der Orion sogar gleichwertig, wenn nicht sogar noch besser. Weil natürlich bei dem 80-Tonner schon eine Menge für den Werkverbrauch geht. Ne? That hit hard. Aber Wärme ist, meine ich, besser beim Good to go. So, ich will das Katapult aber noch wegkriegen. Nicht die LSR.
alles. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, so geht's. Roger that. Schaden. Okay, cool. Bis auf den Revieren habe ich alle geschafft. Das ist natürlich geil. What's the plan? Ja. I understand. Okay, das war's. Lord Jasper ist down und wir haben alles super toll gemacht, sagt er. Used to broken heat. Okay, haben wir den getötet. Also, er ist ehrlich zu uns. Er war ja schon irgendwie ein bisschen angepisst, als wir das Missionsgebiet verlassen haben, um diesen anderen Kram da zu machen. Aber die Resultate sprechen für sich selbst. Deswegen alles cool. Wir treffen ihn im Orbit und dann sprechen wir über die Bezahlung und fertig. Ja, geil. Erfolgreicher Flashpoint, würde ich mal sagen. Teilweise erfolgreich, was die Max anging. Also Hatchetman voll geil. Absolut. Highlander mit Sprungdüsen auch, war ja aber auch irgendwie klar. Ja, Dragon und Quickdraw nicht so. Dem Dragon würde ich eigentlich gerne noch eine Chance geben, aber der ist leider kaputt. Der Quickdraw war, finde ich, Katastrophe. Also das irgendwie... Ne, Junge. AK-2 können wir mal mitnehmen. Okay, und ein paar Mech-Teile. Eigentlich nichts wirklich dabei, was ich gerne hätte. Okay, wir nehmen das Hatchetman-Teil, haben wir nämlich noch einen vollständigen. Katapult auch geil, aber ne, egal, machen wir so. Ja, ist doch in Ordnung. Gut Kohle gekriegt, denke ich. Und es gibt ja immer Sonderbelohnung noch, wenn man einen Flashpoint durch hat. Deswegen mal gucken, was es da jetzt so gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Bonus von den Zivilisten, weil wir die gerettet haben. Vielleicht haben wir ja irgendwo einen Mech versteckt oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Geiles. So, jetzt könnte ich den Hatchetman natürlich noch einsetzen und einen von den anderen Mechs rausschmeißen. Mache ich auch, nämlich den Warhammer. Wobei, drei Hatchetmen ist auch... Oder die Quickdraw will ich eigentlich auch rausschmeißen. Ah, da gucken wir gleich nach. Nee, also den Warhammer schmeiße ich raus. Einfach, weil ich den schon so häufig stimmt gar nicht, so häufig nicht. Aber ich habe ihn durchaus immer mal eingesetzt. Und da denke ich mal, da nehmen wir mal lieber was anderes. So, Director, okay, alles klar. Ja, er wartet schon gespannt auf die Reaktion von Duke Bissett. So, wir sind natürlich froh, dass wir helfen konnten. Und er sagt jetzt nochmal, ja, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Genau, ne, so ja, hier den armen Typen da und naja, okay. Aber du hast ja trotzdem dann alles super erledigt und bla. Und deswegen Salut zu uns. Jetzt sagen wir auch, ja, gibt's für den Salut auch irgendeine Bonusbezahlung? Und er sagt, wie jetzt? Außerdem, was euch eh schon versprochen war? Ha, nö, natürlich nicht. Aber es war eine schöne Show. Ja, toll, Lappen. Aber jetzt muss ich mich für mein nächstes Meeting mit Duke Bissett vorbereiten. War echt so voll so Monarchen-Aristokraten-Scheißzeug hier. Ja, genau. Alles klar, okay. Ja, super, okay. Tschüss, Sir. Jo, bis dann, Freunde. Tschüss. Genau, Smug son of a bitch, isn't he? Ja. Aber sie ist froh, denn wir konnten denen helfen und fertig. Und er sagt jetzt auch, ja, genau. Aber er sagt, ja, hoffentlich müssen wir so eine Entscheidung nicht nochmal treffen, denn lohnt sich ja immer nicht und so. Okay, wir haben jetzt nochmal extra Bonus hier beim Lyranischen Kampf. Nur als Krieg bei Steiner sind wir nämlich jetzt auch, meine ich, dann auf der höchsten Stufe, auf 100, genau. So, Targeting System Energy, naja, noch eins, Com System, eine gute PPK, doppelt verbessert, dreifach verbesserte AK, geil, doppelte LSR-20, geil, Kitaro-Teil, naja, dreifach verbesserte, also sehr geile Waffen bekommen und ein Highlander-Teil, und zwar die andere Variante, den B. Wenn das hier noch nicht reinzählt, kann das sein, dass wir den jetzt vollständig haben. Hm? Gucken wir mal, wenn das so sein sollte, jawohl. Dann schmeiße ich den Quickdraw raus und da kommt der andere Highlander rein. Zwar wieder ein Highlander, ich weiß, aber ist der andere. Die Variante hatte ich hier nämlich noch nicht. Ich hatte nur den P zweimal. Gut, die drei müssen noch ausgerüstet werden mit Waffen. Ist aber auch noch einiges an Reparatur. Ja, es ist also eine Menge zu tun. Ich guck mal ganz kurz auf dem Planeten. Das bringt alles nichts, zumal ich mache jetzt auch hier nicht so eine Lappen-Piraten-Mission und versau mir dann bei Davion meinen Ruf. Ich kann hier eine Mission machen, die geht gegen Piraten und ist fürs Draconis-Koordinat, was ja schon mal ganz geil ist. Und vielleicht sind da noch andere Missionen. Ich gucke aber mal eben, wo das wäre. Midale ist nur 9 Tage entfernt. Das wäre ziemlich cool, also ich würde nicht viel Zeit verlieren. Es ist direkt hier. Ja, alles klar, das kann ich annehmen. Aber vorher mache ich noch hier die Reparaturen bzw. die Neubewaffnung fertig.
Ja, der Hatchetman. Okay, wir können ja mal einen so ausrüsten, wie ein Hatchetman eigentlich ist, weil ich die beiden anderen ja ein bisschen anders gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der F ist, glaube ich, der Standard und der X ist der... Genau, das hier ist der Standard mit AK-10, zweimal Ammo, zweimal Medium Laser. Fast bewaffnet... Ah, nee, nicht ganz. Enforcer Long Large. Okay, also er kriegt eine AK-10. Die ist natürlich... Ja, nee, ist nicht im Arm. Oh, geil. Dann bekommt er die AK-10 mit... Stability Damage, nee, mit Extra Damage. Zwei Medium Laser, die sind jeweils in den Armen. Okay, es sind sogar drei Slots da, aber nee, wir machen den mal Standard. Da es in den Armen ist, nehmen wir nur Standard Medium Laser. Eins, zwei, zwei hatte er nur. Dann machen wir so, in dem einen Arm die Laser, im anderen die Hatchet. Hm. Zwei Tonnen Munition hatte der laut dem Dings. Ist okay, dann kriegt er zwei Tonnen Munition. Und wahrscheinlich ist der... Ach nee, Jump Jets. Weil ich dachte schon, okay, vielleicht ist der Rest dann noch Wärmetauscher oder sowas. Aber... Aber er hat ja Jump Jets. Vier Stück. Eins... und eine Tonne haben wir noch frei. Okay, hat er einen Heatsink? Ja, tatsächlich. Ist in Ordnung. Kriegt er aber auch. Dann ist nämlich hier ein anderer Slot und nicht nur Munition. Ja, ich guck mal, ob ich noch irgendwas an Equipment einbauen kann. Hier so ein Armor zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das stackt. Deswegen geben wir mal lieber hier mit Melee Stability Damage statt... Achso, nee, der wiegt sogar. Okay. Ja, okay. Der auch. Ja, okay, der wiegt nix. Aber da weiß ich nicht, wie gesagt, ob es stackt oder nicht. Stability haben wir hier sonst nicht. Com System Resolve Gain könnte man geben. Gyro ist sinnvoll. Oder ne, hier, plus 3 Mili. Das ist noch besser. Zack, weil der ist ja dafür ausgelegt, Mili-mäßig zu machen. Man könnte auch noch so einen Leg-Mod machen, damit der Todessprung Schaden entweder weniger selber kriegt oder mehr Schaden macht. Können wir machen. Machen wir sogar beides. Die Jump Jets hier hoch. Und dann machen wir einmal minus Self Damage. Und einmal... Aber hier gibt es sogar minus 20 Self Damage. Ah, okay. Das wiegt dann aber wieder was. Weil das hier oben ist, sind die 0-Tonnen-Dinger. Das ist natürlich immer geil. Und dann nehmen wir den anderen mit plus DFA Damage. Der hier wiegt wahrscheinlich... Nee, geil. Okay, plus 10 Damage beim Death from Above und minus 10 Selbstschaden. Gefällt mir ganz gut. Also auch mit der AK-10, zwei Medium Lasers, eigentlich eine ganz okay Bewaffnung, Sprungfähigkeit. Panzerung ist gar nicht so schlecht bei dem. Ja, okay, ist doch geil. Machen wir. Logged and noted. So, ein Assassin. Normalerweise Medium Laser KSR-2 LSR-5. Hä? Components. Assassin bringt es ja hier leider nicht so wirklich. Aber, tja, ich guck mal. Also ich gebe ihm eine LSR5 mit extra Damage. Das ist ja jetzt schon mal nicht das Schlechteste. Eine Tonne Munition reicht dafür. Kann ihm nur einen Laser geben. Ein Large Laser wäre geil. Large LSR, das wäre sogar eigentlich ziemlich cool. Und der passt hier auch noch rein von der Tonne. Ah, Mist, der hat noch keine Jump Jets. Jump Jets. Eins, zwei, drei. Ja, okay, dann passt es natürlich nicht mehr mit dem... Überall Jump Jets, geil. Dann passt natürlich nicht mehr mit dem Large Laser. Dann könnte ich ihm jetzt ja tatsächlich ein Medium geben. Und noch ein Small und Heatsink. Ne, Heatsink kriegt er nicht. Der hat noch zwei Raketenslots. KSR-4 wiegt, glaube ich, 2 Tonnen. Das heißt, die mit Munition, das funktioniert. Ah, mal eben gucken, was eine LSR-5 wiegt. Scheiße, wiegt auch 2 Tonnen. Aber, oh doch, das wäre doch vielleicht lustig. Der bekommt noch eine LSR-5 und einen Medium-Laser. Das heißt, er kann durch die Gegend springen.
immer seine beiden LSR-5 abschießen, so supportmäßig. Hat halt nicht viel Munition, aber die LSR-5 verbraucht auch nicht so viel und hat noch den Minenlaser. Gefällt mir alles nicht so richtig, aber wir bauen den mal, setzen vielleicht mal ein. Weil ich meine, warum nicht, ne? Wenn wir doch schon haben. So, den Highlander B, interessant. Ich muss mal eben gucken, was diese Variante jetzt war. Ob das der ursprüngliche mit der Gauss ist. Ja, hat eigentlich eine Gauss und Gauss-Ammo und LSR-20. Okay, das ist eigentlich der richtige Highlander. Ich glaube, ich habe sogar eine Gauss. Oder auch nicht. AKs. Doch, ich habe sogar eine Gauss-Rifle. Super geile Reichweite. Schaden okay. Problem, wiegt voll viel. Ja, wiegt eine Tonne mehr als eine AK-20. Und macht weniger Schaden, aber hat dafür natürlich kaum Hitze und die Reichweite. Ultra-AK, sag ich. Ultra-AK-20, geil. Könnte man auch überlegen. Zwei UAK-2 für die Reichweite, weil das sind zusammen sogar mehr Schaden als das Gauss. Na, nee, wir machen den mal richtig hier, weil machen wir mal Starlink-mäßig. Ammo, Gauss-Ammo. Können wir den mal 2 Tonnen. So, ein LSR-20 kriegt er auch. Hier eine mit Extra-Schaden. Ja, das ist gut. Extra-Schaden, LSR-Muni sollte auch 2 Tonnen sein, weil LSR-20 recht viel verbraucht. Ich würde dem gerne so einen Rangefinder geben. Wenn ich einen habe. Jo, habe ich. Plus 50, plus 100 View Distance. Geil, und wiegt nichts. Okay, dann nehmen wir den. So, was hat der normalerweise noch? Klar, die Jump Jets noch. Eine KSR-6 und 3 Medium Laser. Ja, gucken wir mal. Also, Jump Jets kriegt er auf jeden Fall. Unter was sind die hier? Hier unter Jump Jet. B1-2 heißt, ich muss einmal in den Store eine kaufen. Store muss ich gleich sowieso mal noch gucken, was es da Cooles gibt. Aber jetzt gerade erstmal nur Jumpjet. Geil, verbessertes Kyro mit Hit Defense. Jumpjet Assault, okay. New equipment available. So, dann hat er jetzt auch seine Sprungkapazität voll. Jetzt bräuchte er noch KSR-6, 3 Medium Laser. Vielleicht nehme ich KSR-4, 3 Medium Laser, damit ich mehr Heatsinks habe. Oder ich mache ihn echt einfach nur so, wie er ist, Standard. Mal gucken. SRM-6. Haben wir hier so eine richtig fette? Okay, dann kriegt er die. SRM im Arm. Besser LRM im Arm eigentlich, ne? Na, ist egal. Machen wir so. Ammo. SRM-Ammo. Machen wir aber mal hier hin. Und dann brauchen wir jetzt noch 3 Medium Laser. Die kommen alle in den Torso. Okay, dann geben wir dem so geile Medium Laser. Hier, die 3 mit extra Damage. Fett. Also der ist jetzt eine Gauss Rifle in verbessert, wäre noch cool. So, jetzt hat er die Bewaffnung, die er normalerweise hat, und schon die Jump Jets. Der Rest wären Heatsinks. Macht ja auch Sinn. 6 Heatsinks noch da rein. 71 Heat macht er insgesamt. Jetzt könnte man wieder rechnen mit diesem mit dem Heatbank-Dings da. Wobei, das habe ich in irgendeinem anderen Mac schon eingebaut. Ich glaube in die Banshee S. Targeting System wiegt immer was, ne? Ja, lassen wir weg. Legmod brauchen wir nicht. Com System. Ne, da haben wir den Rangefinder drin. Armod mit plus Midi Damage. Ne, der soll eigentlich gar nicht wirklich Midi machen, sondern immer schön seine Waffen schießen. Könnte über eine zweite SRM-Tonne nachdenken. Nee, mache ich aber nicht. Wir geben dem jetzt echt einfach noch Heatsinks. Ist in Ordnung. 1, 2. 1, 2. Und 1, 2. Heat Efficiency, super geil. Können wir sogar noch einen rauslassen. Und stattdessen zum Beispiel Panzerung nehmen. Ja, na ja. Also sind wir nicht ganz stock. 170. Shit, geht nicht. Noch mal ein wenig. Okay, sind wir nicht ganz stock, haben ein bisschen aufgepanzert. Hier ist er überall. Es ist eh super geil gepanzert schon, aber jetzt ist er noch ein bisschen besser gepanzert. Wir haben geile Pimp-Waffen hier drin, also eine dreifach verbesserte KSR, zweifach verbesserte LSR, die Super Laser und okay, normales Gauss-Rifle, aber hallo, es ist ein Gauss-Rifle, ja. Also
Ist schon geil. Man könnte bei den Missionen mal gucken, wenn es mit der Munition zu knapp wird zum Beispiel, könnte man die Tonne Panzerung wieder runternehmen und noch eine Tonne Gauss-Munition oder LSR-Munition nehmen oder so. Aber sehen wir dann. Dauert leider 9 Tage, den fertig zu machen. Das ist ziemlich blöd. Genauso lange fliegt man ja zu diesem einen Planeten. Aber ich würde erst mal gucken, so hier der Cyclops wird nämlich fertig, was geil ist. 4 Tage braucht der. Der Assassin 3 hätte ich mal... ich lasse das mal einfach so stehen hier, ja. Und das heißt, wobei, nee, wenn ich die Banshee nach vorne mache, wird die genau fertig, die Banshee S. Machen wir mal so. Fliegen wir zu dem nächsten Planeten, machen wir noch einen Auftrag. Hier, Retribution, klar, nehmen wir. Wollen eigentlich schöne Kohlen. Machen wir so, dass wir zumindest klein ein bisschen auswählen können. Und dann fliegen wir mal dahin. So, ich jump hier mal ein bisschen, zack. Tage immer noch ziemlich gut. Aber das kann man nicht. Oh doch, kann man wohl. Nur den Hyperlichtsprung, den kann man immer nicht machen. Also hier kann ich nicht abbrechen. Ja, aber es kommt hin. Also die Banshee wird fertig, bevor wir bei dem Planeten sind. Das ist gut. Financial Report ist okay. Wir haben genug Kohle. Man könnte jetzt hier auch mal Sparnummer machen und dann irgendwo wieder Moral aufbauen, aber mache ich nicht. Die sollen alle ihr normales Geld bekommen. Ja, Mac fertig, dann sind wir jetzt da. Okay, wir machen direkt Proceed. Mist, ich habe jetzt den Store nicht gecheckt. Naja, eher auf dem anderen Planeten. So, Polar und Battle. So, um jetzt nochmal andere Macs einzusetzen, werde ich auf jeden Fall mal diesen Rifleman hier mitnehmen, weil geil mit 2 AK-10. Also wir nehmen den Rifleman mit. Dafür nehmen wir anstelle vom Highlander mal die King Crab, weil einfach mal richtig fett. Und die Banshee S anstelle der Banshee M. So, das heißt, ich habe nämlich 2 mega fette Viecher. Ein Bewaffnung okay, aber nicht ganz so fett. Und einen auch mal gar nicht so fett. Also ein bisschen Herausforderung, weil er ist ja schon ein bisschen squishy, auch wenn er ein bisschen aufgepanzert ist vielleicht. Aber wobei, ich meine, der wäre genauso stock. Ich bin mir nicht ganz sicher. Rifleman 3C ist so eine Variante. Eigentlich nie irgendwie was mit einer Mütze gehabt, obwohl es eigentlich geil ist mit 2 AK-10. Aber gut, gucken wir einfach mal. Ich denke, die King Crab und die Banshee S, die können im Zweifelsfall sowieso alles allein regeln. Aber man weiß vorher nicht immer, was kommt. Es ist rein Battle, also einfach nur hingehen, auf Schnauze hauen. Ich hatte eine Mission, nicht auf Video, aber aufgenommen. Da habe ich gespielt gegen eine King Crab, 2 Banshee, 2 Awesome und ich glaube, weiß ich, ein Orion oder so. Das war dann zwar alles, da sind auch keine Verstärkungen oder so mehr gekommen. Aber das war jetzt halt auch schon nicht ohne so, ne? Und da ist man, selbst wenn man mit diesen fetten Mechs da rumsteht, man darf nicht einfach nur rumstehen, weil dann gibt's halt ja ordentlich auf Schnauze, ne? Also dann macht der Computer das nämlich auch einfach und hat dann einfach die Feuerkraft. So, einmal eben von Namen die Kingcraft angucken, weil geil. Super geil mit dem Pattern hier oben drauf. Das ist ja fett. Sehr schön. Ah, King Crab ist geil. Banshee auch. Banshee S. Okay, ja, würde ich sagen, los geht's. Einfach nur Destroy Enemy Units. Die sollen alle irgendwo da vorne stehen. Erstmal nach vorne. Ah, hier links hochgehen wir vielleicht. Das wäre besser. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht auf der Map. Entweder hier links hoch, da dann stehen und runterballern. Oder in der Mitte hochgehen. Auch geil. Ja, ich gehe in die Mitte. Weil da kann ich nämlich im Notfall auch zurückgehen und außer Schuss dienen. Okay, oder wenn die sich links rechts aufteilen, gehe ich rechts rum und mache die einfach so fertig. Mal schauen. Standing by. Twinkle könnte schon. Schade, dass ich nicht bis da in den Wald komme. Ne, ich warte erstmal noch ab. Warte nochmal ab, weil ich will sehen, was die machen, ob die rumkommen oder nicht. Okay, da sind noch ein paar Mamex. Aber ja, also wenn die sich so aufteilen, 2 links, 2 rechts, dann gehen wir jetzt echt erst auf die rechts. Good to go. Kann man machen, habe ich auch nur 2 Evasion dran. Nee, ich springe direkt. Ist ja Polar, hier ist alles kein Problem. Dragon und Quick Draw, okay. Ja, sind beide jetzt relativ geschützt. Gehen wir erst auf den Dragon. Der Quick Draw hält weniger aus als ein Dragon, aber
Reporting. Der Draken steht besser, also so, dass ich auch mit allem da hinkomme. So, hier, Steiner Banshee, zeig, was du kannst, Junge. Okay, nur die LSR ist da. Oder ihr seht. Egal, dann nächste Runde. Need something, Chief? Rifleman? Schade, kriege ich noch... Doch, hier kriege ich eine Schussposition. Okay, machen wir auch direkt. Ich mache aber hier Vigilance, weil ich da echt ein bisschen Schiss habe, dass der einfach schnell kaputt geht. So, direkt hier. Zwei AK-10 rein, sehr schön. Der müsste irgendwo hier da oben zum Beispiel stehen und dann die ganze Zeit einfach nur ballern. Okay, ich kann nur die LSR schießen, deswegen werde ich das nicht machen, sondern sprinten mit der King Crab, damit ich im nächsten Zug ran kann und voll die AKs reindrücke. So, wieder der Hatchetman. Ich komme noch nicht in Nahkampfreichweite. Das Feld wäre okay. Oder ich jumpe. Weil dann kann ich im Rücken schießen. Ja, Rücken ist besser, dann zählt nämlich die Deckung. Genau, nächste Runde ist dann eh Nahkampf. Dann ist egal mit der Hitze. Hat ihm nichts gemacht, okay. So, der Rifleman. Location confirmed. Einmal, nee, ich gehe das Risiko nicht ein. Ich gebe wieder, jetzt habe ich zwar fast keinen Resolve mehr, aber ich will nicht, dass der Rifleman drauf geht, weil ich würde sofort auf den Rifleman gehen bei den Gegnern hier. Und denen, scheißegal, wie gut der gedeckt, Evasion oder sonst was hat. Einfach, weil ein Rifleman halt nichts aushält. Oder verhältnismäßig wenig aushält, plus wenn du schaffst halt die Arme wegzuschießen, dann macht er halt nichts, ne? You've got nothing. You hear me? Okay, Ace Pilot. Ich dachte schon, wenn der jetzt sich dann nicht wegbewegt. Okay, aber er hat trotzdem nur ein Evasion. Alles klar, dann würde ich sagen. Ich hatte mit ihm angefangen, aber der Quickdraw kriegt jetzt 2 AK-20. Tell me what to say. Rechts ganz weg. Want some more? Die sind komplett aufgepanzert, also nicht so wie vorhin in der Mission, dass das irgendwie so ein bisschen erleichtert ist, sondern nee, da gibt's richtig. Scheiße, ich kann nicht direkt schießen mit allem. Oder ich gehe links rum und fange die hier ab mit der Banshee. Ich glaube, das mache ich sogar. Ist zwar doof, sich aufzuteilen, aber hier, ich will halt rasieren. Schade, ich habe nichts mehr hier über. Hallo? So, kaum Hitze und hier, ne? Er bekommt eine PPK AK-10 LSR 15 4mm Laser. Das ist von der Bewaffnung etwas schwächer, als die Banshee es eigentlich ist, aber die hier hat dafür bessere Hitzeabfuhr. Ich glaube auch mehr Munition. Und ich glaube, aufgepanzert habe ich sie nicht, da kann man gar nicht richtig viel aufpanzern. So, der Hatchetman geht im Nahkampf direkt. Steht da zwar nicht ganz so geil, ist mir aber egal, weil die Axt muss fliegen. Zack. Waiting for orders. Rifleman. Ah. Roger that. Ich könnte jetzt hier wieder ausgeben, mache ich aber auch, ja, weil man beiden sogar schon auf ist. Hat jetzt schön alles von der linken Seite gekriegt, wo er eh komplett offen war. Okay, vielleicht gehen sie auch auf den Hatchetman. Ich hätte das hier doch nicht machen sollen, weil der Hatchetman eigentlich ein besseres Ziel im Moment ist. Und ja, der hat zwar okay Panzerung, aber es ist halt nur ein 45 Tonnen. Ne? X-Men gibt es hier übrigens leider nicht. Das ist ja quasi der große Bruder mit, ich glaube, 60 Tonnen, auch eine Axt und ein bisschen Gedöns. Ja, shit. Hey, upright. Ich meine, klar, wo ich so da nach vorne gegangen bin, kann man nachvollziehen. Ich ärgere mich aber mehr darüber, dass ich hier hinten umsonst jetzt quasi Vigilance ausgegeben habe für den Rifleman, weil eigentlich war ja klar, dass die jetzt alle nach vorne da drauf gehen.
So, die Crab, die King Crab könnte näher ran. Quick Draw. Noch ein Katapult C4, krass. Aber ich krieg eh nur ein Evasion. Wobei hier wäre. Na, nee. Ist alles nicht so geil. Also ich gehe nur so, dass ich hier in so einem Waldstück stehe. Und dann gebe ich dem Quick Draw. Don't need to tell me twice. Vier AK-20-Treffer ist schon heftig. You have orders? So, und die Banshee muss das Katapult kaputt machen. Aber echt scheiße eigentlich. Ja, ich gehe mal hier, dann habe ich zumindest eins drauf. Und ich werde die LSR-15 nicht darüber schießen, weil ich hier nicht aufteilen kann. Okay, nur 60%, aber ist mir egal, dann kriegt er die jetzt mit. Ja. Mache ich einfach. Nächste Runde dann Cooling. Und er hat halt auch Damage Reduction hier. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, mit der Bench hier rumzugehen. Dann steht die gleich irgendwo da oben. So, der Hatchetman muss als Erster. Der muss da auf jeden Fall weg. Springe ich jetzt hier oben irgendwo rein. I am back up. Let's do this. Trotzdem alles noch relativ risky. Der kann hier vielleicht in den Nahkampf, aber ich muss jetzt mal hier auf den Quick Draw zuerst. Locked on. Schlecht getroffen. Ready. So, der Rifleman kann jetzt endlich hier in den Wald auf so eine Feuerposition. Was kommt denn da oben noch? 80 Tonnen und 70 Tonnen. Ist natürlich blöd, weil ich mich dann da schön in die Reichweite begebe, aber. Schade, dass ich das Katapult nicht krieg. Ne, dann gehe ich da trotzdem hin. Aber nur nach hier, also möglichst viel Distanz da drauf kriegen. Okay, und den Quick Draw kriege ich jetzt vielleicht noch weg, bevor er dran ist. Mac destroyed. Könnte ich natürlich auch hier in den Nahkampf gehen mit der Banshee, aber ich will ja weiter den Berg hoch eigentlich. Ah, die stehen da oben ziemlich gut. Muss ich jetzt echt gucken, wie ich das angehe. Vielleicht sollte ich die sogar zurückziehen, wieder hier links rum. I hear ya. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich ziehe die hier rum zurück. Weil dann sind die gezwungen, Victor da irgendwann runterzukommen. Yes, Commander. Ja, dann kann ich nämlich jetzt auch in den Nahkampf gehen. Warte, bis meine Leute da zurückkommen. Weil ich hatte ja gesagt, jetzt nicht aufteilen, sondern gucken erst die einen oder die anderen. Jetzt habe ich recht schon ein bisschen. Ich meine, ich habe die beiden Max vorne ja auch rasiert, aber jetzt hier das Katapult muss ich wegmachen. Dann steht links noch das andere C4. Das Problem ist nur, dass die Typen von da oben gerade nicht so geil sind für mich zum Angehen. Ja, das hier ist relativ risky. Sollte ich das Katapult ausschalten, sieht mich, meine ich, keiner mehr. Ja. Cool ist mehr Fun. Er zielt auf den Kopf ohne 16%. Wäre natürlich geil. Können wir mal machen. Scheiße, Left Torso getroffen, nicht den Kopf. Ich dachte, ich habe Kopf angeklickt. Ja. Ja gut, Plan ist nicht aufgegangen. Der Rifleman steht da natürlich scheiße. Den werde ich wahrscheinlich jetzt auch einmal sprinten müssen. Das heißt, er kann zwar nicht schießen, aber er kommt aus der Reichweite von denen da raus. Also von denen da hinten. Das ist C4 Katapult mit 5 Milliarden LSR. Das
geile Variante mit den beiden. My armor is peeling away. So, King Crab. Waiting on you, Commander. Ja, zuerst. Right, Commander. Bang! You're dead. Awaiting orders. Yes, Commander. Good to go. So, das ist C4-Katapult. Hm. Ja, ich geh mal nur hier hin und baue Hitze ab. Ist nicht das geilste, aber ist okay. Commander. So, der Rifleman geht nach Heading hier out. Und geht auf Raise. Kann ich den nämlich gleich hier oben in den Wald stellen und immer schießen. Ich meine, klar wird er da auch fressen, aber muss halt sein. Reporting minimal damage. Ja, das doofe Katapult muss halt. Reporting. Okay, hier kriege ich ihn sogar direkt mit allem. Mal gucken, was What can I do for hat. You? Nicht mit allem. Aber mach ich erstmal. No sweat. You better. Yes, Commander. Moving out. Ja, er kriegt auch die LSR, selbst wenn es ein bisschen unter Reichweite ist, aber ist mir egal. Aber warte mal, wir machen mal Vigilance, weil ich habe hier gerade alles voll. Ja. Man sieht sich aus, aber trotzdem. Weil ich denke, die wird jetzt beschossen, die steht da nämlich eigentlich am beschissensten. Aber mit dem Dings hier an, wird das okay sein. Okay, oder er wird beschossen, wenn ich den jetzt hier irgendwo ranziehe. Muss ich aber, weil wir müssen ja rasieren. Sehr schön, eine LSR-20 weg. Scored a critical hit. I'm taking it hard out here, Commander. Damage is minor, Commander. Na, Benji, im Nahkampf nicht so geil. Ah, die wollen eigentlich da alle nichts machen. Ich würde jetzt mit der King Crab gerne hier. Wobei, warte mal, der hat die Deckung. Dem Rifleman draufgehen. Ne, da würde ich gerne stehen. Okay, wir machen folgendes. Ich gehe mit dem Rifleman hier rüber. Location confirmed. Gib ihm einfach alle Waffen. Die hat ihm aber nichts gemacht. Dann ziehe ich gleich mit der King Crab nach und schieße da drauf und bin mit der Banshee hier oben dran. Boah. Ein Hatchetman. Aber hat schon ganz gut eingesteckt. Ne, ich mache Reserve, damit ich erst die King Crab auf ihn ziehen kann. I've been sensor locked. Armor breach. Internal damage. I hear ya. Moving to position. Seite auf, ab. Das heißt, der ist eigentlich nur noch nahkampftauglich hier. Aber ist immer noch nicht weg. Okay, und jetzt kommt er runter. Das ist hier ein Victor. Ja, das ist ein Victor. Reporting. Den würde ich ja gerne jetzt schon beschießen. Okay, warte, hier in Nahkampf. Da stehe ich aber scheiße. Ich könnte... Ah, ne, da... Ja doch, hier hin, die LSR da drüben hinschießen und den Rest hier in die Dings. Ins Katapult. Ist aber nicht ganz geil, weil ich würde ja gerne... Ne, das geht natürlich nicht. Ich würde ja gerne die PPK auch noch da runterballern. Hm, das geht. Das... Coordinates confirmed. Oh, und das ist wieder der Pilot, der nicht aufteilen kann. Ist ja zum Kotzen. Gut, der ist umgekippt. Das heißt, vor ihm ist auf jeden Fall der Hatchetman dran. Und der Rifleman müsste auch dran sein. Okay, dann gehe ich jetzt einfach schon mal auf ihn. Und, kill den Hatchetman. Passt auch ganz gut, dass ich den da quasi zurückziehe. Standing by. Zum Beispiel... Hier hin, ja, da, oder dahin, genau. Roger that. Ja, aber ob das reicht, ist die Frage. Sehr schön.
Weil das Doofe ist immer so, also der hatte jetzt zwar nicht mehr wirklich was an Waffen, das Katapult, aber die gehen dann immer noch mal ganz gerne in Nahkampf. Ich meine, vom 65-Tonner einmal den vollen Nahkampfschaden zu kriegen, muss ja jetzt nicht sein, wenn das vermeidbar ist. Ne? So, Rifleman, der steht da eigentlich ganz geil, der bleibt doch einfach stehen und schießt. Ja, perfekt, sogar die Laser in Reichweite. Ich meine, klar, der hat jetzt keine Evasion, die Gegner können jetzt voll drauf gehen, aber die Frage ist, gehe ich auf die Banshee oder den Rifleman? Ich würde im Zweifelsfall immer noch auf den Rifleman gehen, einfach um irgendwie diese doofen AKs da wegzukriegen. Das Problem ist nur, wenn du mit so einer Banshee nicht schon früh anfängst, dann hast du den zwar irgendwann weg, deine Mechs sind aber alle halb im Arsch und dann hast du noch eine frische Banshee da stehen, die dir einfach sowas von auf die Eier geht. Schade, noch nicht in Reichweite für alles. Okay, mache ich das jetzt extra? Hoffentlich schießen sie lieber auf die King Crab als auf die Banshee, weil der noch mehr Panzerung hat. Und in der nächsten Runde sind die AKs dann in Reichweite. Ja, der Victor ist schon irgendwo offen. Weil ich werde die Banshee da auch wieder stehen lassen jetzt. Yes, Commander. Bisschen drehen. Aber die Medium Laser sind in Reichweite. Natürlich doof. Aber hier. Dann gehen wir doch da. Noch gerade so in Reichweite hier. I understand. Zweiter passiert den Victor. Target's taken a critical hit. Und ich stehe immer noch ziemlich gut da. Let's do this. Der Hatchetman. Ich mache das jetzt einfach mal. Weil das ist jetzt wieder was, klassischerweise auch im Brettspiel verschiedene Ziele bieten. Natürlich so könnte man jetzt gut auf den Hatchetman schwenken. Der ist jetzt hier auch schon offen. Aber er hat immerhin drei Dings dran. Und ich gebe ihm jetzt noch hier Brace. So dass ich mir denke, okay, dann schieß doch auf den Hatchetman. Dann ist halt meine Banshee und vor allem auch der Rifleman in Sicherheit. Aber machen sie. Vielleicht ist er jetzt auch nicht woanders hingekommen. So, der muss die Position jetzt verändern. Gehen wir hier hin. Aber zwar nur ein Evasion, aber wir haben gute Sicht. Genau, wegen dem Rangefinder. Sehr schön. Jetzt sehe ich die oben auch. Grasshopper und noch ein Rifleman. Der Grasshopper ist da hinten gar nicht so ganz schlimm. Aber der Rifleman. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt hier das Problem bei unserem Rifleman. Munition ist gleich alle. Das ist blöd. Das ist nämlich das Problem bei dem Standard. Also bei dieser Variante, aber ohne, dass man was verändert. Dass der nur 2 Tonnen Munition auf 2 AK-10 hat. Das ist klar, dass das nicht funktionieren kann. Ich meine, andersrum kann man sagen, okay, lass den, also wenn der schafft, komplett die AKs leer zu feuern, dann weiter nur noch mit seinen Medium-Lasern engaged, ist das okay, weil der ist relativ unanfällig dann, kann ja keine Munitionsexplosion mehr geben. Und der hat die Medium-Laser, meine ich, im Torso und nicht in den Armen. Trotzdem ist das ziemlich scheiße, dass ich einfach die Hauptbewaffnung dann die ganze Zeit nicht schießen kann. Okay, der kann den Beschuss... Nee, ich warte da noch. Und hier warte ich auch noch. Weil ich hätte... Ach nee, kann ich nicht. Mist. Ich hätte nämlich ganz gerne den Beschuss aufgeteilt, kann ich aber nicht. Und mit ihm hier, also mit der Banshee, hätte ich gerne gewartet, bis er hier die Dinger weg hat. Aber geht jetzt halt nicht. Okay, aber er kann Beschuss aufteilen, dann gibt es die AKs hier hin. Und die LSR da oben hin. Ja, waren jetzt jeweils 66 statt 100 Schaden. Ist natürlich doof. Aber kannst du nichts machen. Aber jetzt muss er sich bewegen. Ich meine, der kann immer noch jetzt brazen. Dann kommt es halt auf dasselbe raus wie vorher. Macht er aber nicht. Okay, yes, also ich denke, der Victor ist jetzt tot. The target is confirmed. Sehr schön. Nächste Runde der Rifleman, der sich da so mega that überhitzt hat. Als letztes den Grasshopper, das ist doch okay. Hier haben wir wieder ein Bait für euch, sogar ein geiles Feld. 3 Evasion, also ist ja nur wegen der Pilotenfähigkeit, aber 3 Evasion und im Wald. Oh, schießen wir mal die AK. Oder nicht? Geil. Hälfte Waffen. Battlemech Power-Up detected. Orders. Mein Rifleman, okay, die letzten Schuss AK-Munition. Voll. Wahrscheinlich beide Beine getroffen haben. Irgendwas getroffen, was so gar nichts macht. Boah, da sind ja noch mehr Mechs hinter. My internals are taking a beating. Ich dachte, mit den zwei war es das jetzt, aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sind da noch mehr. Okay, einer mehr wahrscheinlich, weil 25%, einen habe ich wohl schon. Losing internal structure.
Jo. 70 Tonnen. Naja. Awaiting orders. Gut, dann heißt es mal weiter vorrücken. I read you, Commander. Moving out. Schade, AK-20 nicht im Reich. Aber wieder gut wegen Hitze. Mach jetzt keinen Vigilance, weil die Crab ist noch in Ordnung. Den werde ich jetzt vorlaufen lassen und da mache ich aber Vigilance an. Confirmed. Locking on target. Ja, beide Beine verteilt. Okay, jetzt ist eins ab, das andere dürfte auch fast ab sein. Aber ist natürlich so, ja, hätten die ganzen fetten Waffen einfach mal ein bisschen anders getroffen, wäre der Mech schon längst weg. Aber so ist das halt. Commander. So. Ist okay, mache ich einfach mal. On it. Aber Vigilance. Wo ist weniger? Im Bein. Schieße ich aufs Bein. Ja, weil Beine beide weg heißt, der Mech ist weg. Sogar komplett jetzt als Loot quasi da, aber ich glaube, so viele Punkte habe ich nicht. Gut, dass ich Vigilance gemacht habe, weil alles auf dem Headshot. Armor blow through. Internal damage. Yes, Commander. Good to go. Tja, der Rifleman macht jetzt eh nichts mehr, weil er nur noch die beiden Medium Laser hat. Aber stellen wir mal da vorne hin. Vielleicht schießt jemand drauf. Oh, noch ein Hated. Weil noch ist nichts abgefallen, aber. I'm hit. Reporting. I understand. Jägermech. Eigentlich müsste man auf den gehen, weil der viel weniger aushält als der Grasshopper. Aber mit der Crab kriege ich den wahrscheinlich. Also ne, ich gehe mal auf den Grasshopper. Einfach weil der jetzt auch nichts an Schadensreduktion hat. Weil der viel mehr Panzerung als der Rifleman. Waiting on you, Commander. Okay, Munition hier wird auch irgendwie knapp bald, aber gut. No sweat. 10 Schaden sogar. Also vorhin 66 statt nur 10. Receiving you. Got it. Hätte man auch springen können. Ist egal. Taking the shot. Schön getroffen, aber nicht weiter schlimm für den Girls. Solid connection on that one. I'm taking a pounding, Commander. Commander. So, Rifleman Action. Ach, scheiße. Hier, perfekt. Coordinates received. Taking the shot. Critical hit, Commander. Ja, okay. Jetzt wird es bei der King Crab langsam auch so, dass man denkt, Commander? Noch viel mehr muss ja nicht sein. Right, Commander. Ich denke mal, er ist jetzt erstmal erledigt. Firing on target. Awaiting orders. Target acquired, locked in. So, heißt, da steht jetzt nur noch der Jägermech und der sollte eigentlich relativ leicht zu zerstören sein. Yes, Commander. Tja, Twinkle, jetzt weißt du, wie das in dieser Söldnereinheit hier ist. Ne? Alle kriegen immer auf Schnauze und haben so viele Injuries. Er reiht sich jetzt da ein. So muss sein. Komm da nicht wirklich. Alter. Reaching Shot. Ich komme da nicht wirklich rauf, aber ich werde ihn jetzt einfach von hier unten kaputt machen. Also ich meine, klar, der Headshotman kommt da jetzt in der nächsten Runde rauf, aber vielleicht habe ich ihn ja vorher schon. Yes, Commander. So, der Riffelmann. Schießt wieder seine beiden Bahnen Laser. Ah, diesmal mit nicht so einem guten Effekt wie gerade beim Grasshopper. Waiting for orders. King Crab darf noch einmal ihre. Na, 20 versenken. Affirmative. Beide AK-20. Right, Commander. Critical hit, Commander. Reporting. Location acknowledged. Locking on target. Shoot.
Mission erfolgreich. Exzellent. Mission successful. So, und jetzt nicht wieder vergessen, ich gucke jetzt erstmal direkt in den Shop. Ärgerlich, dass ich das auf dem einen Planeten vergessen habe, weil Davion ist ja, also ich meine, wir sind ja hier immer im Davion-Raum, aber muss man ja mal gucken. Okay, der Rifleman ist beschädigt, ist aber okay, also ich finde den geil, den können wir auf jeden Fall weiter einsetzen. Hatchetman ist echt cool, also wirklich schade, dass es jetzt nicht den X-Man gibt, weil das, also das Konzept funktioniert ja, nur natürlich, ne, mit 45 Tonnen bist du halt ein bisschen eingeschränkt. So. Ich darf nur einen Teil frei wählen, Rest wird zugewiesen. Hier wäre noch ein Dragon-Teil, dann hätte ich wieder einen Dragon komplett. Oder wieder ein Quick-Draw, ne, Quick-Draw scheiße. Machen wir nochmal einen Dragon, kriegt der Dragon nochmal eine Chance. Weil dann kann ich einen anderen Mech rausschmeißen und den Dragon reinnehmen wieder. Vielleicht tatsächlich den Assassin, weil ich sag mal, also die 2 LSR-5 und nur ein 40-Tonner. Ich meine, ja, der trifft so gut die leichten Mechs und sowas, aber hat man hier eh nicht mehr bei den fetten Missionen. Ich glaube, das mache ich. Obwohl ich jetzt vorhin ja schon Zeit und Bla reingesteckt habe, aber ich denke, ich schmeiß den Assassin raus. Und nehme dafür den Dragon. So, Store. Annihilator-Teil. Alles doof. Okay, nichts wirklich Geiles. Extreme Range, Small Laser. Geil, kaufen wir mal bei Lost Tech. Noch ein Gauss Rifle, aber nur normales. Das heißt, nur ist ja schon. Oh, Double Heatsink. Fett. Der ist gekauft. New Equipment available. Gauss Ammo, okay, ist alles unlimited und bla, brauche ich alles nicht. Nee, alles klar, gut. Ja, schade, nicht wirklich viel, was hier an Max ist. Besondere Piloten, hier ist einer. Ronin. Overheat, geil. Ja, wir nehmen den mal mit, weil warum nicht? New Mech Warriors available. Dann gucke ich einmal hier, ob ich ein paar Punkte verteilen kann. Aye, aye. Yes, boss. Receiving you. What can I do? Standing by. Die sind ja jetzt alle schon ziemlich auf dem Maximum, aber Sicilian müsste von der einen Mission haben. Nee, nicht wirklich. Ja, doch, aber reicht nicht. Standing by. Und Twinkle auch, auch wenn er jetzt verletzt ist. Okay, der bekommt ein bisschen mehr Guts, weil dann wird er schneller wieder gesund. Und Gunnery, okay, und nochmal Guts. Oh, geil, und nochmal Guts. Sehr schön. Mech Warrior Training complete. So, ja, Mech Bay. Also, Dragon auf jeden Fall nochmal ausstatten. Der Hatchetman wird einfach repariert. Sehr schön, nichts weiter passiert. Der Rifleman, da dürfte auch nichts weiter passiert sein. Sehr gut. Also, das war ganz okay. Das mit der Munition ist ein bisschen blöd. Man müsste bei dem Rifleman irgendwie noch eine Tonne Munition da reinkriegen, eigentlich. Hitzig raus, wenn er denn welche hat. Hat er wahrscheinlich nicht, aber naja. Ja, wenn GS gibt es nichts zu meckern, ja, ist ja klar. So, also, der Dragon. Na, vielleicht machen wir ihn mal so wie ein Standard-Dragon, das ist mit AK-5 LSR-10. Könnte man ja machen, ne? AK-5, haben wir irgendwas Nettes hier? Plus Damage, plus Accuracy und Stability Damage, das ist doch gut. Plus Stability Damage. Dann gibt es AK-5 Munition, vielleicht eine zweite Tonne. Ich gucke aber erstmal, wie das hinkommt mit den anderen Sachen. LSR-10 kriegt er auf jeden Fall. Kriegt er auch hier so eine, auch mit Stability Damage, geil. Bonus auf Stability Damage, LSR-Munition. Eine LSR braucht, also eine 10er braucht nicht unbedingt eine zweite Tonne, aber geht. So, 4 Tonnen sind noch über, das ist nicht sehr viel. Man könnte Panzerung draufpacken, aber man muss auf jeden Fall erstmal 2 Medium Laser reinpacken, damit er ein bisschen Punch noch hat. Können wir einen in Arm, einen in Torso. Also nur einen normalen in Arm und plus Crit, plus Accuracy und Crit, plus Crit. Nehmen wir mal den hier hin. Ja, das ist okay. Oh, wobei, warte, dann nehmen wir hier auch noch plus Crit, aber nur so ein 1er. Das ist doch okay.
So, wobei ich bei dem Plus-Crit immer nicht weiß, das hatte ich ja schon mal gesagt, ob das nur die Wahrscheinlichkeit ist, höhere Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu machen, wenn man eh schon internen Schaden macht, muss ja eigentlich, weil es wäre sonst krass, wenn man einfach zum Beispiel eine 50%ige Chance auf einen Crit kriegt, obwohl man noch nicht durch die Panzerung ist. Ist beim Brettspiel ja so, Centaur Torso auf, ich glaube, Doppel-1 war immer, dass man Centaur Torso Hit hat, auch wenn er noch Panzerung hat, man trotzdem einmal auf kritisch würfeln durfte. Was auch mit der Grund ist, warum man niemals Munition in den Centaur Torso packt. Aber, ja, keine Ahnung. Hier, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ist aber nicht ganz so wichtig. Lassen wir mal so. Theoretisch könnt ihr auch Sprungdüsen kriegen, kriegt ihr aber nicht. So, ich habe noch 2 Tonnen über. Ich glaube, 1 Tonne AK-5 Munition und 1 Tonne Panzerung wäre cool. Weil, oder 1 Tonne AK-5 Munition, 2 Small Laser oder sowas. Weil, LSR-10, okay. Eigentlich braucht die AK-5 auch keine 2. Tonne unbedingt. Oder 2 Small Laser und Panzerung. Also eine Tonne Panzerung machen wir auf jeden Fall schon mal. So, gucken wir mal, wie wir es verteilen. 105. Machen wir noch einen jeweils. So. So. Und so. Okay, so 1 Tonne. Ich glaube nicht, dass wir Munition brauchen. Ein 3. Medium Laser wäre geil, geht aber nicht. Raketensystem mehr geht nicht. Munition könnte man überlegen, würde ich aber gerne erst antesten. Vielleicht doch echt wieder die 2 Small Laser nehmen, wenn er dann nah ran ist. Dann hat er auf Distanz immer die AK-5 und LSR-10 und wenn er dann näher ran ist, noch die M-Laser mit dabei und wenn er ganz nah ran ist, die Small Laser anstelle von der LSR. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, ganz cool. Oder Flamer oder so. Nee, Flamer nicht. Small Laser. Plus Genauigkeit. Plus Reichweite wäre geil. Okay, nehmen wir auch den mit Extra Damage. Machen wir auch wieder. Hier den nicht ganz so geilen und hier den geileren. Ja. Hat er eigentlich gute Ausstattung hier, gute Waffen. Heat Efficiency nicht irritieren lassen, man schießt die Small Laser meistens nie mit. Also ist ja jetzt hier ordentlich runtergegangen, aber alles, also, ne, wenn man die LSR schießt, schießt man die Small Laser nicht und andersrum und bla, dann passt schon. So, was bauen wir ihnen denn noch Schönes ein? Green Gyro geht nicht, das passt da nicht mehr rein. Oh, ein Double-Zig wäre natürlich auch fett, aber nicht bei so einem Deck hier. Legmod braucht er nicht. Rangefinder könnte man machen. Jo, finde ich ganz gut. Das war jetzt gerade bei dem schon geil. Und warum nicht? Kriegt dann Rangefinder. Ein Armod gebe ich ihm nicht fürs Zuhauen. Wobei, könnte man überlegen, weil auch die AK-5 hat eine Minimalreichweite, ebenso wie LSR. Ah, die wiegen alle, die kleineren aber nicht. Doch, der auch noch. Ich meine, die gibt es doch auch mit 0 Tonnen. Ja, hier 0 Tonnen. Okay, geben wir ihm einfach mal mit, weil es ist nur plus 5 Damage. Aber ist egal, wiegt nichts, kostet nichts, also kostet schon was. Aber jetzt, okay, plus 10 Milli-Damage habe ich auch noch. Wäre natürlich noch geiler. Okay, nehmen wir plus 10. So, jetzt sein Milli-Wert direkt ein bisschen nach oben gegangen. Okay, 5 Tage, kostet nicht viel, den fertig zu machen. Nice, läuft. Ja, Dragon auf jeden Fall nicht schlecht. Mir hat heute sowieso, also der Hatchetman hat mir unheimlich gut gefallen, das ging ja richtig gut. Klar, King Crab ist cool, Banshee S ist cool, ist ja keine Frage, aber die sind halt lahm und träge und bla und überhaupt. Also der, also mit den Sprungdüsen beim Highlander, das hat sich bezahlt gemacht, war ja irgendwie klar, aber ja, ist halt echt schon geil. Deswegen Marauder 2 wäre auch richtig fett, aber ist halt nicht hier. Aber ich sage, der Hatchetman, also wir haben jetzt nicht die Variante hier mit der KSR-6 ausprobiert, sondern immer nur hier die andere, die gerade repariert wird. Finde ich sehr geil. Also über die AK-2 könnte man natürlich streiten, wenn man sagen könnte, nee, Junge, irgendwie das ist Quatsch, dann mach doch lieber, was weiß ich, gar keine AK und irgendwas anderes mehr, zum Beispiel hier noch ein Laser mehr. Ist aber auch doof, weil nur ein Laser mehr und dann was. Alles noch in Panzerung stecken, ist Quatsch. Der hat auch leider keine KSR-Slots oder Raketenslots. Man könnte die AK hochstufen, AK-5 nehmen oder so, das Ding rausschmeißen, also die beiden, einen Laser rausschmeißen. Ist aber auch nicht geil. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Obwohl, sage ich ja, ne, könnte man darüber streiten. Trotzdem, ich finde es cool. Und vor allem das mit dem Hatchet. Also das ist schon, hat schon gut funktioniert, würde ich mal meinen. Das sieht auch cool aus, wie der die Waffe da oben drin hat. Ist wahrscheinlich sogar die AK-2, ne? Ja, nice. Okay. So viel dazu.
Contracts gibt es hier sogar noch einige zu machen. Allerdings sind wir jetzt auch schon einige Zeit im Video. Ich check das mal eben. Jo, also das Video geht schon 2,5 Stunden. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle mit Folge 20, extra sage ich ja für den Horst, ne, nochmal schöne Grüße an dich, danke fürs Kommentieren. Nochmal ein paar andere Mac-Varianten gezeigt. Vielleicht nehme ich noch eins auf direkt hier und mache weiter als dann Folge 21. Ich werde mich auch bemühen, weiterhin nochmal andere, also zum Beispiel einen anderen Hatchetman jetzt nochmal zu zeigen, dem Dragon noch eine Chance zu geben und so weiter. Ich will den Cyclops sehen wieder, also den HQ-Cyclops vor allem hier, ne? Und ja, einfach mal gucken. Aber ich guck mal, ob ich das noch hinkriege, weil jetzt demnächst bin ich für ein paar Wochen weg. Ich bin in der Reha und dann kann ich nichts machen, aufnehmen. Ich werde vielleicht das ein oder andere Video voraufnehmen und dann immer mal veröffentlichen. Wobei es kann auch sein, dass ich nicht mal dazu komme. Das weiß ich alles noch nicht. Aber ich guck mal. Ich denke, nach diesem Teil 20 wird es noch eine 21 auf jeden Fall vor der Reha geben. Oder vielleicht auch in dieser Zeit dann. Mal gucken. Deswegen. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentiert gerne. Horst, ne, kommentier auch, wenn du was Spezielles sehen willst. Also weil, zum Beispiel hier die Ultra-AKs würde ich ganz gerne mal ausprobieren in irgendeinem Chassis. Oder wenn du jetzt sagst, so, oh geil, nur mal für Fun, bau doch mal, weiß ich nicht, in die King-Crab-Sprungdüsen und irgendwas. Kein Plan. Kann man ja mal gucken, dass ich irgendwie sowas Abgefahrenes auch mache oder so. Ich weiß es nicht, ne? Oder mach doch mal bei allen Mechs Panzerung auf Minimum und Waffen Maximum. Oder nimm nur Small Laser und nur Panzerung oder so. Wobei das geht halt bei vielen von den Waffenaufhängungen nicht, leider. Vulcan hat ziemlich viel, das ist ganz geil. Naja, also einfach mal kommentieren, wenn Bock da ist, wenn nicht, auch gut. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschö!